Hallo. Ah, jetzt. Hallo, liebe YouTube-Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Barbie Legacy. Wir sind hier wieder zurück auf Twitch und spielen jetzt weiter mit unserer wundervollen Barbie, nachdem wir letzte Woche unseren Ken abgeschossen haben. Der wunderbare Twitch-Chat ist natürlich auch mit am Start und sagt ganz fröhlich Hallo. Falls ihr auch mal dabei sein wollt, kommt gerne vorbei. twitch.tv/simfinity_nina. Und ja. Kommt gern rum. Ich würde mich freuen. Genau, wir haben beim letzten Mal ja uns von unserem Ken verabschiedet, weil wir einfach nicht mehr zusammengepasst haben. Also es hat einfach nicht funktioniert und er war einfach nicht der Mann, für den wir ihn gehalten haben. Beziehungsweise der zu uns passt. Wir haben gesagt, er ist ein toller Mann für eine andere Frau, aber nicht für uns. Deswegen haben wir uns dann nochmal von ihm getrennt. Haben natürlich, also wir wohnen jetzt in dem Haus, aber er hat ja auch noch sein Geld. Ne? Wir haben ihm ja nicht alles genommen, sondern wir haben ja damals, als er eingezogen ist, nur das Geld genommen, was wir von seinem Haus, glaube ich, gehabt hätten, aber nicht das, was noch dazu kam. Deswegen haben wir, also ne, ist fair. Ist auf jeden Fall alles fair. Melli, danke für die 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Damals. In alten Zeiten vor 2 Streams. Nee, aber auf jeden Fall sind wir jetzt nur noch mit unserer wunderbaren Barbie und unserer kleinen Katze Josie hier. Ne? Das ist die Josie. Beim letzten Stream haben wir, es ist ziemlich unfair, aber lustig, ja. So ist das Leben, ne? wir haben noch Blind Dates ein bisschen probiert und sowas, ein bisschen Online-Dating, war nicht so erfolgreich. Aber wer weiß, was heute noch passiert. Ne? Ziehst mit jemandem zusammen, dann sieht jemand, dass wir doch so viel Geld haben. Aber ich trenne euch nach kurzer Zeit und hast jetzt weniger Geld. Das hat er gern gemacht für uns. Ja, sie schwebt nicht, das ist ein Bettchen. Süß, ne? So nehme ich. Hoffe, dir geht's gut. Sag mal, kommt noch der Part von der letzten Woche online? Ja, der kommt auf jeden Fall auf YouTube noch online. Du kannst ihn aber auch hier auf Twitch angucken, wenn du es gar nicht mehr abwarten kannst. Also hier kann man auch die VODs nachschauen. Kommt auch noch auf YouTube auf jeden Fall. Ich habe es nur diese Woche nicht geschafft, weil alles so aufregend ist mit dem Schmucklaunch und sowas. Ja, ja. Aber jetzt lassen wir Barbie erstmal eine Runde schlafen. Und Josie natürlich auch. Sieht sehr bequem aus. Okay, es gewittert direkt. Alright. Ja, das Katzenbett ist wirklich süß, ne? Lela, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Okay, Barbie hat Hunger. Haben wir noch ein bisschen was zu essen? Wir müssten ja eigentlich noch Obstsalat von Ken haben. Genau, ansonsten haben wir uns beim letzten Mal noch eine Maniküre machen lassen und haben es uns einfach gut gehen lassen. Um 18 Uhr gibt es den Newsletter Black Cat. Also, wenn ihr euch bis 17.55 Uhr anmeldet, dann kriegt ihr die Mail auch noch. Also, da gibt es nochmal eine kleine exklusive News zu dem Schmuck. Genau. Genau, ich glaube, ich habe die Sims 3 Kamera eingestellt. Ich weiß nicht, also ich habe das damals einmal gemacht und dann wieder verändert. Bin so aufgeregt, ja, ich same. Und Mini, danke für die 15 Monate. Schön, dass du da bist. Unsere Katze ist natürlich wieder auf der Theke. Ich möchte das eigentlich nicht mehr. Kannst du bitte aufhören, Josie? Ich möchte nicht, dass du auf Theken gehst. Hatten wir ja gestern noch in Lukas Stream. Lamina Quar. Hab ich. Tabea sagt, hab ich. Genau, und so da, wo was Tabea gerade ausgelöst hat, da kannst du dich einmal anmelden für den Newsletter, wenn du das möchtest. Da könnt ihr einfach auf den Link klicken. Und dann seid ihr dabei. Und Hausdrache, Hallöchen. Gerade die fristlose Kündigung für meinen Vermieter in den Briefkasten geschmissen. Freue mich endlich hier raus zu sein am Freitag. Ich freue mich sehr für euch, Hausdrache. Schön, dass du den Schritt jetzt so gehst. Die Katze ist unbelehrbar, das stimmt. Guckt sie euch an. Richtige Awa. Nee, Lina, um 18 Uhr kommt die Mail. Genau. Ach ja. Das kam auch noch dazu. Für Barbie war es dann der schlimmste Tag aller Zeiten. Und deswegen haben wir dann gesagt, es ist Schluss. Wir sagen dem Mann jetzt, er muss leider gehen. Aber ich möchte natürlich trotzdem so schnell wie möglich einen neuen Mann haben, weil ich meine, bei dieser Challenge, also bei dieser Legacy, geht es ja einfach nur darum, dass sie eine Hausfrau ist. Und also wir sind natürlich auch sehr gerne eine Hausfrau für unsere Katze, aber wir wollen Kinder haben, Leute. Wir wollen Kinder. Wir spielen erst seit 5 Minuten. Also,
nichts verpasst, falls ihr jetzt gerade erst reinkommt. Hast du den Müll jetzt einfach da? Sag mal. Ich habe dir so eine tolle Mülltonne dahingestellt. Und Coco, Hallöchen. Du kannst einfach das Mausrad drücken und dann kannst du die Kamera drehen. Wollen Kinder haben, müssen Kinder haben. Genau. Ist Teil der Challenge. Aber wir machen jetzt erstmal ein bisschen... Oh, guck mal, wie vorbildlich sie ist. Sie wäscht sich dann erstmal die Hände. So, jetzt würde ich sagen, wir haben Donnerstag an einem wunderbaren... Nee, wir haben 10 Uhr morgens an einem wunderbaren Donnerstag, wollte ich sagen. Wir müssen natürlich noch ein bisschen an Geld kommen. Ich habe ja schon gesagt, ich fände es eigentlich super süß, wenn sie so... also sie soll ja, ich glaube... Warte mal, die Back... Nee. Kann mal ganz kurz jemand Challenge auslösen? Oder habe ich die hier oben drin? Damit ich nochmal ganz kurz auf die Regeln drücken kann. Katze ist gammeliges Essen. Müssen wir gleich mal gucken. Thank you! Okay, die Kochfähigkeit. Aber wir haben uns die eigene Challenge gemacht, dass sie die Backfähigkeit auch angehen wird und dass wir dann so Backsachen verkaufen, ne? In unserem... an unserem Verkaufsstand. Ich glaube, das hatten wir überlegt, ne? Eigentlich sollte Barbie ins Spa nach dem ganzen Stress. Naja, war sie ja gestern. Sie war gestern. Oh nein, jetzt hat sie sich auch noch... Oh nein, ist sie jetzt krank? Nö. Alright. Na gut. Wir können mal in ihr gekotztes Ei reinstampfen. Ist doch auch gut. Ja, wir waren beim letzten Mal am Ende im Spa und haben Ausschau gehalten, aber da haben wir ja niemanden gefunden. Aber wir können natürlich trotzdem gleich gerne nochmal gucken. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass wir darüber halt Geld verdienen wollten, über die Backfähigkeit. Vielleicht backen wir dann jetzt erstmal was. Vielleicht beruhigt sie das ja ein bisschen. Wir machen fertig Brownies. Weil jetzt gerade haben wir halt ja auch keine Einkommensquelle und naja, ihr wisst, wie unser Garten aussieht. Ah, wir haben auch noch Lilien hier hinten. Genau, das wollten wir auch noch machen, dass wir die Blumenbindefähigkeit vielleicht noch so ein bisschen machen. Ja, sie hat vergammeltes Essen gefuttert, aber ich dachte, dass sie jetzt, also ich wusste nicht, ob man davon krank, also ob die Katze davon krank wird. Emma, Hallöchen, schön, dass du da bist und Dankeschön. Mit welchem Pack kam die Backfähigkeit? Das ist eine sehr gute Frage. Weiß das jemand von euch? Also bestimmt, ihr wisst ja immer alles. Ich mag das Konzept des offenen Zauns, ist irgendwie befreiend, ne? An die Arbeit kommt das, okay. Mann, ihr seid alle so schlau. Katze! Die ist wirklich... Ich wusste es, warum wusste ich es? Ich wusste es. Ja, aber ich möchte, dass sie backen mag. Sie soll das mögen, oder Leute? Bipsi, hallo! Wie geht's? Und Mia, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Fang gerade deine See the World Challenge an. Findest du mega nice. Das freut mich, Leila. Das ist auch wirklich ein richtig... Also, wenn ich das so sagen kann, es ist ein richtig schönes Let's Play. Also, macht mir sehr, sehr viel Freude. Und ist mal was ganz anderes als typisches Familien-Gameplay. Sehr, sehr cool. Sie mag das, ja. Okay, wir sind uns alle einig. Das ist gut. Okay, Barbie, du hast nichts zu entscheiden. Entschuldigung. Enemies to lovers beim Backen. Genau. So nämlich. Genau, das ist nur wegen ihrer Laune gerade. Das ist nur wegen ihrer Laune. Also. Elena ist auch eine richtige Partymaus, ne? Aber ich finde es irgendwie auch süß. Ja, gehen wir heute Abend wieder feiern, oder? Ich meine, wir müssen ja irgendwie an Männer kommen. Ist, aber das ist, glaube ich, das... Schiff, oder? Wo wir schon waren? Ich weiß nicht mehr. Ja, die Theke sieht voll eklig aus. Jelly, danke noch für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Oh, wir gehen doch jetzt direkt. Ich dachte heute Abend. Wir haben 11 Uhr morgens. Gehen wir jetzt wirklich um 11 Uhr morgens in den Club? Ach nee, ach, das war der in San Myshuno oben. Stimmt. Sind unsere Brownies noch im... Ja, genau. Die Brownies sind noch im Ofen, ne? Josie kümmert sich.
ne? Leute, macht euch keine Sorgen. Die Katze kümmert sich. Shalima, Hallöchen, herzlich willkommen. Und Ankea, Hallöchen. Naja, und Emma, mach's gut. Ja, wir gehen jetzt um 11 Uhr feiern. Ist halt auch dementsprechend keiner da. Aber wir haben jetzt eine gute Zeit mit unserer Freundin. Wir können uns ja einfach mal ein bisschen bei ihr auslassen. Dass wir halt super sauer auch jetzt über Ken sind und so. Ach, okay. Die ganzen Girls kommen. Es ist wieder Breakfast Club-Versammlung anscheinend. Ja. Oh mein Gott, die sind echt so ein riesiger Tratschclub. Ich kann es nicht fassen, ey. Aber ich lieb's. Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die treffen sich einfach jeden Tag und tratschen dann. Ich finde es fantastisch. So, dann führen wir noch ein bisschen Smalltalk und lernen sie noch mal ein bisschen besser kennen, weil so gut kennen wir sie ja noch gar nicht. Wer bist du? Stopp, bleib stehen. DJ. Nee, dein Schnörres gefällt mir auch nicht. Naja. Jinju, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Imagine, sie kommt heim und Haus und ist weg. Ja, das wäre typisch wir. Und sie ist jetzt richtig sauer darüber, die Violinspieler. Hat sie ihr gerade wirklich Trinkgeld gegeben? Girl, wir sind männerlos. Wir haben kein Einkommen. Wir haben nicht die nötigen finanziellen Mittel, dass du hier 10 Simoleons an irgendeine Straßenmusikerin gibst. Ja, dann musst du halt jetzt noch Schneekugeln suchen. Selber schuld. Das waren noch Zeiten, ne? Als das unser täglich Brot war. Mit Kiana. Ach, Kiana. Warum ist die so? Nina betreibt wieder Schnörres-Shaming. Ja, ich bin einfach kein Fan. Hier haben wir noch Theo. Den kennen wir auch schon. Ach, das ist auch... Ach, hallo, wer bist du? Kohai? Er ist ein Fan. Nee. Also mit einem Fan kann ich nicht umgehen. Wir brauchen einen super coolen Fan. Also basically halt Laurent. Aber nein, wir brauchen einen anderen Mann. Laurent ist unten durch. Hier waren wir mit Laurent schwimmen. Erinnert ihr euch? Das war noch Zeit. Was gibt's heute bei euch zu essen? Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Ich habe Adrian, du bist zwar auch ein Fan, ja, aber irgendwie war das auch gerade ein bisschen unangenehm, wie er sich da gefreut hat. Ich habe Peter Bowles vorgeschlagen, aber Lukas wusste es noch nicht ganz genau, also mal schauen. Was habe ich verpasst? Warum neuer Ken? Ja, unser Alter, es gab Differenzen zwischen uns. Guck mal, der zieht sich direkt für uns aus, der Michael. Bei Schnörrissen bin ich auch raus. Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich würde sagen, Barbie singt jetzt erstmal ein Solo. Ein Pop-Solo natürlich. Ach, guck mal, will sie auch schon selber. Aber ich sage ihr das jetzt. Sie ist einfach der geborene Star. Aber Barbie, du wirst leider kein Topstar. Ich hoffe, du weißt das. Aber du darfst trotzdem Spaß haben. Oh mein Gott, sie ist so schön. Ich kann es kaum erwarten, wenn wir Kinder kriegen. Sie wird so schöne Kinder kriegen. Ach, die Kinder mit Laurent werden so hübsch geworden. Naja, ihre Gene werden strong sein. Wie oft gehst du zum Sport? So 3-mal die Woche momentan. Manchmal machen wir zu Hause noch Yoga oder Pilates oder so. Aber auf jeden Fall 3-mal die Woche ins Gym. Und Fee, Hallöchen, schön, dass du da bist. Das ist auch eine schöne Musik-Kombi jetzt hier, ne? Lara, Hallöchen, schön, dass du kurz Hallo sagst. Ja, einfach wundervoll, das klingt ganz toll. Aber ich sehe Barbie irgendwie so, dass sie gut singen kann, dass sie den Kindern dann immer so Lieder vorsingt oder so. Finde ich echt ganz süß. Bei mir gab es gerade Samosa, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Samosas. Sehr lecker. Klingt sehr gut. Der Club ist platziert, also der ist nicht jetzt vom Spiel selber da drin. Flex, der ist ein Vampir. Flex. Flex. Hier musste jemand mal ganz kurz flexen.
Bloody Daddy macht eine Demonstration gegen arme Menschen. Aber Leute, ihr könnt mir gestohlen bleiben. Wehe, es schreibt jetzt jemand von euch. Wir nehmen einfach Bloody Daddy. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber das ist auf jeden Fall sehr lustig. Und Elfie Linda, danke schön für deinen Punkteflex. Ja, er sieht halt hier halt wirklich auch, ne? Es ist schmexy. Er ist süß. Also er hat zwar auch ein Schnurriss, aber die langen Haare stehen ihm. Finde ich gut. Aber das ist einfach wirklich sehr lustig. Das ist wirklich sehr, sehr witzig. Aber das kann doch nicht sein. In den ersten Tagen hier in dieser Welt waren hier nur schöne Menschen. Und jetzt, wo wir... Das ist wirklich wieder so, ne? Wenn man es dann sucht, findet man es nicht. Wir reden jetzt einfach nochmal mit unseren Girls. Wir bewerben sie mit einem Getränk. Nee, aber es muss uns doch jetzt mal jemand aufheitern. Kann mal jemand jetzt was Tolles sagen? Komm, wir tratschen jetzt mal ein bisschen. Das wird uns aufmuntern. Ein Herz für Bloody Daddy. Ja, habe ich ja auch. Aber ich möchte ihn nicht mehr als Ehemann. Aber das ist so witzig, ne? Dass er wirklich... Also, er ist so ein... Er braucht immer die Aufmerksamkeit, ne? In jedem Let's Play. Und dann macht er auch immer einfach sowas hier. Das ist doch nicht normal. Die Schmecksystems waren im Park, nicht im... Wo kam das denn her? Alea! Dankeschön für die... Oh mein Gott, er hat jetzt alle angestachelt. Dankeschön für die 10 verschenkten Subs. Vielen, vielen, vielen Dank. Von ganzem Herzen Dankeschön. Wo kam das denn her? Ja, für mich kamen die auch sehr unerwartet. Aber ich danke dir von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank. Einfach ein Banger, oder? Falls es euch im Chat erwischt hat, sagt gerne einmal Danke. Ja, der ist lauter als die anderen. Der Chat hat gesagt, der muss ballern. Deswegen habe ich den hochgemacht. Kann ich nichts für. Abu, danke schön für die 21 Monate auf Stufe 2. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Nee, nur der Alert ist besonders laut. Die anderen sind so laut wie immer. Aber, oh, was ist denn jetzt? Och, Leute. Och, Mann, Barbie, dich kann man auch mal nicht mal eine Sekunde aus den Augen lassen. Wir gehen jetzt woanders hin. Wir gehen jetzt in den Park, Leute. Wir denken, ja, es reicht mir jetzt. Barbie hat keine Lust mehr, mit den Girls jetzt was zu machen. Die braucht jetzt mal ein bisschen Me-Time. Jani, danke schön für die 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Wir gehen jetzt irgendwie nach Mount Komorabi oder so, gehen dann eine Runde spazieren. Da finden wir einen attraktiven Mann. Was gibt's hier? Ein Restaurant. Mount Komorabi Wedding Venue. Fountain Park. Wow, da wohnt jemand. Hot Spring Bathhouse. Immer da gehen wir jetzt hin. Ich wollte eigentlich unten spazieren gehen, aber das klingt so verlockend. Deswegen gehen wir da oben hin. Wir müssen aufhören, Männer zu suchen. Die Besten kommen meist unerwartet. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich will nur mit Jody jetzt dahin gehen. Jody darf mitkommen. Mit Elena haben wir uns ja gerade ein bisschen angezickt. Ich weiß, ich habe gesagt, wir wollen Me-Time, aber ist eine bessere Story. Als Alert bei mir gerade geballert hat, gingen gleichzeitig meine Lichterketten an den Zeitschaltuhren an. Richtig weihnachtliche Party gerade. Das war natürlich alles geplant. Bipsi, ne? Das war alles so geplant. Aber warte mal, hier waren wir doch schon, ne? War nicht? War irgendwie? Weiß nicht. Irgendwie habe ich gerade... Oh mein Gott, wir sehen so großartig aus. Oh mein Gott. In Déjà-vu, wollte ich sagen. Oh, der sieht so extra aus. So, der war auch gerade im Club, ne? Also, er ist... Süß, aber irgendwie hat er einen großen Kopf. Ach, Mann. Naja, wir gehen erstmal eine Runde entspannen. Erstmal eine Runde entspannen und danach können wir noch weiter gucken. Wir gehen jetzt erstmal uns... Oder ist das die Dusche, die man nutzt? Achso, hier ist eine private Umkleide, natürlich. Wir gehen in die private Umkleide. Nina denkt schon wieder nur an Hochzeit. Na, wir sind Housewife Barbie. Ich will Kinder, ich will heiraten. Und alles, was ich kriege, ist Stress. Psycho-Cat-Lady, Hallöchen. Wie geht's dir?
Wenn man Barbie sieht, denkt man sich nur, bin ich underdressed? Ja, das ist das Feeling, was die Frau vermittelt. Wow. Das ist mal eine Mansion, ne? Guck mal, wenn man jetzt das neue Pack hätte, könnte man jedes Haus als Einheit machen. Cool. Dann halt Katzen anstatt Kinder. Hä? Was machen wir denn jetzt hier? Finden wir hier den Mann unserer Träume? Wer bist du? Wie heißt du? Tahis. Ja. Kinda cute. Ein bisschen so einen großen Kanisterkopf. Aber ist schon süßer. Was er? Nein. Ich zeige euch nochmal also das Profil. Schon süß. Süße Nase. Na Lumi, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Star sein Hallöchen. Carrie, der Bot will nicht, dass du Kanisterkopf schreibst. Oh mein Gott, er sieht wirklich aus wie der Alex von... Also... Das sagt man nicht! Nein! Es reicht! Jana, danke schön für die 5 Monate und schön, dass du da bist. Safe verheiratet, ja, true. Aber wir können uns ja mal vorstellen. Wir können ja mal Hallo sagen. Ne? Wir sagen mal guten Tag. Ey Leute, ist das wieder nur meine For You oder habt ihr auch einen Ohrwurm? Und ich spreche, also ich sag jetzt mal nur das und warte mal, also Tabea safe. Tabea safe. Ich warte mal, ob ihr wisst, was ich meine. Ohne dass ich jetzt was sage, von was ich einen Ohrwurm habe. Su, danke schön für die 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Oh, ist er böse? Nein. Ich möchte, dass jemand von euch das errät. Also ob ihr das auch komplett im Kopf habt. Das meine ich nicht. Und die kommen nicht so häufig vor. Jules, danke schön für die 1000 Bits. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Dankeschön. Nee, es ist nichts Deutsches. Es ist was Englisches. Mann, der verfolgt uns auch, der Theo. Bisher hat es noch keiner erraten. Ja, war auch wieder laut, ne? Der ist auch wieder hier. Mann, ich will doch nur einen süßen Mann. Okay, wenn es jetzt gleich keiner sagt, dann singe ich es euch vor, okay? Ja, ich habe gedacht, vielleicht seid ihr auch gefangen und wisst, ohne dass ich es sage, was ich meine. Aber bisher hat es noch keiner geschrieben, also scheint ihr davon nicht so verfolgt zu werden wie ich. Okay, seid ihr bereit? Cauliflower's fluffy and cabbage is green. Strawberries are sweeter than any I've seen. kommt noch irgendwas anderes? Oder? Warte. The apples are ripe. The plums are red. Tabea, du kennst das nicht? Das wundert mich jetzt wirklich. Das wundert mich jetzt wirklich. Also, das ist so süß, weil das ist ein kleines Mädchen. Ja, normalerweise haben Tabea und ich immer exakt die gleiche For You-Page. Deswegen denke ich immer, dass alles, was ich kenne, sie halt auch kennt. Das ist so ein kleines Mädchen, die singt das Lied und dann haben das halt ganz viele gestitcht und haben das halt mit Musik untermalt. Warte, ich muss euch das kurz zeigen. Stopp jetzt, Barbie. Die macht da die ganze Zeit ihr Ding. Guck mal, die fährt Ski. Ich glaube, ich habe das sogar... Nee, ich habe es nur geliked, glaube ich. Niemand kennt das von euch. Das ist aber einfach nur toll. Also da sind dann so ganz viele Stitches von, ne? Also wo die dann immer... Also wo dann immer eine Person noch ein Instrument hinzufügt. Ihr kennt das ja, das gab es ja schon öfters. Strawberries sweeter than any I've seen. Beetroot purple.
Yeah ist mein Favorite. Das Yeah am Ende macht's einfach perfekt. Okay, es reicht. Ja, davon habe ich den ganzen Tag einen Ohrwurm. Und dann gibt es davon halt ganz viele verschiedene Versionen, wo dann halt noch halt ganz viele verschiedene Instrumente dazukommen und so. Und, ach, es ist einfach nur toll. Es ist einfach nur wunderbar. Und deswegen, mir die ganze Zeit, wenn ich zu Hause irgendwie rum irgendwo stehe oder mich schminke oder so, dann die ganze Zeit in meinem Kopf. Cauliflower's fluffy and cabbage is green. Vor allem diese Stelle mit The apples are ripe, the plums are red, the broadberries sleeping in the blankety bed. Das ist, und dann am Ende, yeah, ach, das ist so toll, fantastisch. Tadelina, Hallöchen, wie geht's dir? Und Luki, hallo, welcome back. Na, hat alles geklappt? Lukas, das habe ich auch schon 5-mal gesungen und du hast jedes Mal gefragt, was? Und dann habe ich gesagt, ja, Moorwurm. Dann hast du gesagt, okay. Mann, es stresst mich wirklich. Die Männersuche stresst mich. Und Josi, danke für die 14 Monate. Und Retriever, danke noch für die 26 Monate. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Dankeschön. Habe ich gestern noch angezeigt bekommen. Es ist einfach so süß. Es ist so süß. Vielleicht doch in den Park, ich glaube auch. Das war einfach wieder der Fehler. Dass wir wollten wieder woanders hingehen. Und wir müssen aber in den Park. Ich gehe mal nach Willow Creek, würde ich sagen. Ich bin einfach eingeschlafen, aber ist doch gut. Was ist das hier? Campus Park. Das klingt gut. Da gibt es junge, schnuckelige Männer. Was ist hier? Yumi's Bento Café. Ach, süß. I love it. Ups. Nee, wir gehen jetzt alleine. Vielleicht ist das auch das. Wir müssen alleine irgendwo hingehen. Mir geht's gut, haben gerade noch den Geburtstag von meinem kleinen Bruder gefeiert. Er wurde 16, wo ist die Zeit hin? Oh Mann, schön. Schön, dass ihr gefeiert habt. Beanie oder Luki, wisst ihr noch? Ihr habt doch mal Klemmbaustein Streamlinus gebaut. Gibt's da noch mehr? Wisst ihr noch, woher die waren? Die sind von Blue Bricks. Also wenn du Blue Bricks einfach eingibst, da haben wir das gekauft. Ich weiß aber nicht mehr, welche Marke ich da gekauft habe. Wow. Warum regnet es? Aber wow, das ist wirklich ein sehr schöner Park. Aber jetzt wird hier doch wieder keiner sein. Jacoby. Hm? Also ich würde ihm die langen Haare schneiden, weil ich bin einfach nicht so ein Fan von langen Haaren. Aber er ist ein Megastar. Kann ich nicht so gut mit umgehen. Wir sind bei Housewife Barbie. Wir brauchen Humble Beginnings. Okay, wir warten erstmal. Wir gehen jetzt erstmal rein. Wie wär's, wenn Barbie hier mal ein bisschen den Bonsai beschneidet? Okay, Luki. Katzen haben schon Abend gegessen, Leute. Nur damit ihr auch Bescheid wisst. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht oder nur in dem Vorstellungsvideo. Ach, das gehört auch zur Blumenbindefähigkeit. Krass. Call me Cat, danke für die 100 Bitsies. Vielen, vielen Dank. Wir brauchen Humble und Hardworking. Genau. So nehme ich. Ich habe von Blue Bricks einen Blumenkorb geschenkt bekommen mit 1277 Teilen. Das macht mich wahnsinnig. Aber es sind dann wahrscheinlich auch ganz kleine Teile, ne? Und Lilly, Hallöchen. Und Nele, Hallöchen. Bin frisch aus Amerika zurück. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Wie ich es extra auf WhatsApp schreibe, damit es den Stream nicht stört. Und Nina erzählt es direkt. Naja, also, mich stört es jetzt nicht, wenn du das mir schreibst. Es ist doch wirklich wie verflucht. Ron Weasley ist auch da. Was? Also wirklich ein bisschen aus wie Ron. Eine coole Version von Ron. Ich möchte doch einfach nur... Seit Bente ging alles bergab, Leute. Jetzt regnet es auch noch in Strömen. Nein, es gewittert. Ja, Barbie, gehen wir schnell auf Toilette.
Hast du nicht Angst, dass sie zu schnell altert, bevor du Kinder hast? Ja, jetzt setz mich halt noch unter Druck, Leute. Ich weiß, dass ihre biologische Uhr tickt. Also, bitte. Wäre doch süß, wenn Barbie einen Handwerker ins Haus holt und der dann vielleicht ein Süßer ist und sie dann zusammenkommen. Er kann dann immer alles reparieren und Barbie kümmert sich um die Kids. Ja, ist keine schlechte Idee. Können wir gleich mal ausprobieren. Das ist eine Save-File, Call Me Cat. So heißt das. Wieso ist Barbie so wütend? Weil sie ist wartungsintensiv. Ja, deswegen ist sie ein bisschen genervt, dass es regnet und einfach alles schlimm ist. Sie gerade eine nervige Trennung hinter sich hat, die nicht hätte sein müssen, aber nötig war. Und jetzt irgendwie alle Männer, die wir potenziell im Blick hatten, doch kacke sind. Und jetzt spawnen irgendwie auch nur noch nicht potenzielle Männer. Und es ist einfach, wir haben keine Einkommensquelle. Es ist einfach nur belastend. Die Musik ist laut. Gib da gerne mal Feedback. Wer bist du? Ach, das ist wieder Thais. Das ist der, den wir auf der Piste gesehen haben. Okay, also sein Look gefällt mir jetzt nicht so, aber mit ein bisschen Custom Content. Also ich meine, die Mütze. Mit Look. Wir gehen mal... Ach nee, dem haben wir ja schon Hallo gesagt. Wir gehen uns mal mit ihm unterhalten. Ich möchte ihn mal ein bisschen... Ich möchte ihn mal kennenlernen. Oh Gott, Smalltalk. Musik passt, okay. Ihm mal Hallo sagen. Okay, da geht der Mann. Ja, guck mal, wie der schon geht. Und so. Was macht der mit seinem Arm? Er sieht schon sehr gut aus. Auch mit den Dreads, das sieht sehr geil aus. Aber er ist nicht der Richtige für uns. Was wäre, wenn die Community dir den Ken erstellt, gibt ja hier Raketen, dann platzierst du den, der dir am besten gefällt und ab geht's. Ja, das ist dann auch die Endlösung, ne, wenn das hier so weitergeht. Also, ich glaube, das, also, ja. Früher oder später muss das passieren. Barbie ist so extrem gestresst. Ja, warum musst du denn jetzt auch so schütten? Es ist wirklich schrecklich, wir können hier nichts machen. Machen uns mal kurz Sonne, okay? Nur ein bisschen. Soll jetzt mal ein bisschen plötzlich... Also ist ja manchmal im Sommer so. Gab es einen Hagelschauer und dann wird es wieder schön. Komm schon, gib mir jetzt Sonne. Ich hab's doch geändert. Weißt du, dann kommt hier ein Süßer und der ist ein Teenager. Mein Alter ist du? Das ist nicht lustig, Nina. Hier war doch gerade noch irgendwo ein Mann. Ist er jetzt despawned? Mach gerade nebenher Lukas Lasagne. Oh, lass es dir schmecken. Luki, was gibt's eigentlich jetzt heute bei uns zu essen? Wurde eben gefragt. Ich konnte es nicht beantworten, weil ich nicht genau wusste, was es gibt. Oder ist es eine Überraschung? Ja, guck mal, das ist ja schon was, womit wir nicht umgehen können, wenn hier so viele... Nee, wälzt... Oh, Cadence. Mal jetzt nochmal Sonne. Mit der Laune ist es eh schwierig, einen Mann zu finden. Ja, aber es wird auch nicht besser, ne? Weil sie hasst einfach alles. Sie ist müde. Aber wir haben ja auch schon 9 Uhr. Ach, jetzt, guck mal. Warum sind hier jetzt so viele Teenager? Ihr seid zu jung für mich. Ich finde auch, dass die Musik zu laut ist. Okay. Ich höre immer auf Luki. Der ist mein Musikassistent. Tech-Sound. Okay. Hab gestern 3 Liter Kürbissuppe gekocht. Die gibt's dann heute eben nochmal. Lecker, lass dir schmecken. Okay, also Shane hat mir gerade nochmal geschrieben, um 15 Uhr wird das Formular morgen offline genommen. Also wenn ihr euch bis morgen 15 Uhr nicht eingetragen habt, dann habt ihr, also dann könnt ihr euch nicht mehr eintragen. Also dann kriegt ihr keine... Autogrammkarte und also ich habe ja eben schon verkündet, wenn ihr euch... Oh, wer bist du? Ach, ein Teenager! Oh. Dass ihr noch die Chance habt, dass ich euch das privat... Ach, das Paket privat zustelle. Also, dass ich euch das vorbeibringe, den Schmuck, den ihr dann bestellt.
Wir könnten ja mal im Weltenverwalten-Modus gucken, wer wo wohnt und dann bei den Hübschis klopfen. Ja, wisst ihr, das Ding ist halt, wir haben es ja im hier mit dem Meet and Mingle probiert, ne? Ich glaube, da sind halt alle Singles drin. Und ich glaube, es gibt einfach nur noch verheiratete Menschen, die gut aussehen. Und Corby Cat, danke schön für dein Sub. Herzlich willkommen im Universum. Halt dich gut fest. Schnall dich an. Warte, was? Du bringst das Paket selber weg. Ja, ich habe eben schon gesagt, Lukas, ich habe das irgendwie ein bisschen verdrängt. Das haben wir auch noch als Gewinnspiel. Und ja, wenn es in München ist, dann bringe ich das in München vorbei. Kein Problem für mich. Ich bin Jet Set Girl. Kein Problem. Genau, aber das haben wir auch noch als Gewinnspiel. Also, Call Me Cat, dankeschön für deinen Sub. Halt dich gut fest, schnell dich an. Und da ist dein Raketenmodus. Und Vicky, dankeschön für die 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Wie willst du dann da hinkommen? Na, wie man halt von einem zu dem anderen Ort kommt. Also, wie man das halt so macht. Wieso muss ich 16 Stunden Auto fahren? Ich fahre wohin, dann schlafe ich in einem Hotel und dann fahre ich wieder nach Hause. Oder fahre mit dem Zug irgendwo hin, fahre von da dann mit dem Uber oder so und fahre wieder nach Hause. Naja. Wir gucken uns jetzt nochmal alle Profile an. Ja, ich finde auch, dass es mega schön ist. Sie ist halt auch einfach, also ihr habt schon recht, mit der Laune wird es, glaube ich, schwierig. Nur noch gar nicht so weit weg von dir. Ja, also vielleicht, ne? Also auf jeden Fall, wenn ihr euch dafür eintragt, dann habt ihr eben auch noch die Chance, dass ich das vorbeibringe. Und Pia, danke schön für die 41 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen. Hab noch was zu teilen. Ich danke dir. Stell mir mal vor, ich gewinne das hier, aber du kaufst ja nichts. Also, das kann, können ja nur Leute gewinnen, die dann auch was kaufen. Hä? Als ob du was kaufst. Warum solltest du was kaufen? Ich hol's mir einfach bei dir ab. Ja, das geht auch, Josi. Okay, wir gucken jetzt nochmal ganz kurz. Was war denn mit dem? Warum kennen wir den schon? Chat, ich brauche kurz Hilfe. Was war mit dem? Ist es normal, dass man noch keine Mail bekommen hat? Die geht um 18 Uhr raus. Also ihr habt noch bis 17.55 Uhr Zeit, um euch für den heutigen Newsletter anzumelden, also der heute rausgeht, mit exklusiven Infos. Also wenn ihr euch noch anmelden möchtet, dann erfahrt ihr heute nochmal was über den Schmuck, was ist halt, weiß ich vorher noch nicht gesagt habe. Und ich werde es auch nicht hier im Stream erzählen. Also ich bitte euch das auch gleich, wenn ihr das dann im Newsletter gelesen habt, das nicht direkt in den Chat zu schreiben, weil das soll halt so ein bisschen was Exklusives sein. Also ihr könnt natürlich schreiben, ne, irgendwie wie ihr es findet oder so, aber jetzt nicht direkt, was es ist, was ihr da erfahren habt. Genau, aber bis 17.55 Uhr könnt ihr euch eintragen und generell für den Newsletter könnt ihr euch bis morgen um 15 Uhr eintragen. Dann kriegt ihr aber halt nicht mehr die Mail, die heute rausgegangen ist. Also die geht heute um 18 Uhr raus. Ich glaube, es gibt diesmal mehr Typen. Vielleicht hatten welche eine Scheidung. Ja, vielleicht, aber den hier, was war denn mit dem? Was, wenn jemand aus den USA gewinnt? Naja, also wir gucken halt, glaube ich, schon, dass das so im Umkreis ist. Aber ich habe ja auch, also, Lukas, jetzt hör auf hier. Also, reicht jetzt. Wie willst du diesen Namen aussprechen? Ja, Kabir. Zrin, Nivasan. Fast wie Ishan Srivastava. Gar kein Problem für mich. Ja, ganz ehrlich. Ja, ich weiß. Manche sind auch für Pete tatsächlich, ne? Aber ich... Ich weiß nicht, wie was aber irgendwie ist. Wisst ihr, das ist wieder so... Wir nehmen so das, was übrig bleibt. Und das will ich nicht. Wir wollen einen tollen kennen. Ich bereue es gerade ein bisschen, dass wir mit Laurent Schluss gemacht haben. Vielleicht gibt es doch nochmal ein Revival, Leute. Ich dachte, es wird einfacher. Man merkt erst, was einem fehlt, wenn man es verloren hat, Leute. Vielleicht. Vielleicht brauchten wir erstmal so diesen Cut. Oder halt selbst einen erstellen. Dann ab zu Bennett. Josi, der ist verheiratet. Aber es ist doch wirklich wie verflucht. Wir gehen jetzt mal kurz in Welten verwalten. Und gucken uns mal die Männer an. Ne? Wir gucken uns mal die Männer an, nur mal anrufen.
Lass Laurent anrufen. Ey, wirklich, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird, ne? Es, also, klar, wir haben auch hohe Ansprüche. Aber ich habe mir das alles einfacher vorgestellt. Ich dachte, wir hätten jetzt schon 5 Kinder. Ehrlich. Ich dachte, wir hätten in diesem Stream schon 5 Kinder. Ja. It is, wie es ist. Ne? Erst liefen uns so viele für die Füße. Eben, genau das. Das denke ich mir auch. Aber ich habe auch das Gefühl, wir haben Überschuss an Frauen. Guck mal, hier wohnen nur Frauen. Das sind ja auch alles unsere Freunde. Die Kowalskis. Ja, da wohnt Mirko, richtig? Genau. Das ist Mirko mit seiner Happy Family. Der könnte uns ja auch gestohlen bleiben. Hm? Wie alt ist der Sohn? Spaß. Medical Center. Ist er Arzt? Brady. Ryder Brady. Mhm. Ryder. Billie Eilish Fieber. Hallöchen, herzlich willkommen. Also ist gar nicht schlimm, dass du das fragst. Also wir reden da öfters mal transparent drüber. Kannst du dir das so vorstellen? Jeder Streamer bekommt regulär 50% von den Subs, also die Subs kosten ja 4 Euro und davon geht die Hälfte an den Streamer pro Sub. Weil ihr so krass seid, bin ich in diesem Partner Plus Programm. Das bedeutet, ich kriege 70% von den selbstbezahlten Subs. Und von den Bits gibt es, glaube ich, auch 50%, aber da weiß Lukas mehr. Genau, und dann kannst du dir das ja so ungefähr ausrechnen. Also man verdient auf jeden Fall auch sehr gut, aber man ist natürlich auf die Großzügigkeit der Community angewiesen. Das ist auf YouTube anders, weil da verdient man passiv durch die Werbung. Da muss nicht jemand aktiv drücken, ich unterstütze diese Person, wisst ihr? Lena, danke noch für deine 33 Monate. Vielen, vielen Dank. Der Medical Center ist, könnten wir auch altern. Ja, aber dann wäre halt Mirko unser Schwiegervater. I don't know. So, da ist die Tinker-Family. Guck mal, das sind alles Familien. Das sind alles Familien, Leute. Guck mal in Oasis Springs. Von Bits bekommt man 100%, aber beim Kauf bekommt Twitch halt eine Menge. Ah, okay. Es gibt heute was Schnelles, aber morgen gibt es was Leckeres. Ich bin mir sicher, dass es Schnelle auch lecker ist. Aber ich freue mich auf alles. Genau, also ich habe jetzt gerade 1417 Subs bzw. Abonnentenpunkte. Wenn man Stufe 3 oder Stufe 2 Subs hat, die werden anders. Also es sind, glaube ich, mehrere Punkte. Und das kann man sich dann halt hochrechnen. Also mit Twitch verdiene ich im Monat, würde ich sagen, so, es variiert von 2000 bis 3500, würde ich sagen. Aber immer alles brutto. Das heißt, davon gehen ja noch Steuern ab und so. Weißt du, wie ich mir das mal merke? Nicht so viel ist abzüglich Steuern. Also noch, warte mal. Ja, genau. Brutto ist brutal viel. Nee, genau. Und da sind noch Steuern drauf. So. Also, ja, so merke ich mir das. Als du mit YouTube angefangen hast, ab wann bist du zum Amt gegangen, hast ein Gewerbe angemeldet? Also, jetzt kommt wieder mein Lieblingsspruch. Mit dem Wort, was ich mir nicht merken kann, aber Tabea steht da immer zu meiner Seite. Wenn ihr eine Gewinnerzielungsabsicht habt, ist das richtig? Genau. Dann müsst ihr ein Gewerbe anmelden. Also wenn ihr anfangt zu streamen und euch für das Affiliate-Programm anmeldet, dann müsst ihr ein Beckett. Auch süß. Guck mal, er ist im Spa. Ich glaube, den haben wir auch schon mal getroffen. Ja, korrekt. dann müsst ihr ein Gewerbe anmelden, weil ihr eben eine Gewinnerzielungsabsicht habt. Das heißt, ihr möchtet damit Geld verdienen. Wenn ihr euch nicht fürs Affiliate-Programm anmeldet, dann müsst ihr euch auch kein Gewerbe anmelden. Es sei denn, ihr nehmt Spenden oder so entgegen, dann müsst ihr das trotzdem machen. Genauso auch, wenn ihr irgendwie auf Etsy oder sowas verkauft. Das ist eine Gewinnerzielungsabsicht. Ihr verkauft etwas, das heißt, ihr wollt damit Geld verdienen. Das heißt, ihr müsst ein Gewerbe anmelden. Es geht ganz einfach online. Ihr müsst da nicht zu einem Amt gehen oder so, zumindest in NRW. Und ich meine, das wäre auch mittlerweile deutschlandweit so. Österreich, glaube ich, nicht, hatte Mimi mal gesagt. Aber ja. Das müsst ihr auf jeden Fall machen. Ganz, ganz wichtig. Das bedeutet nicht, dass ihr direkt Steuern zahlen müsst. Es gibt da auch noch eine Freigrenze. Aber ihr müsst auf jeden Fall
euer Gewerbe anmelden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Katharina, danke schön für die 6 Monate. Vielen, vielen Dank und schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Erklär mal rechts vor links. Also ich habe ja eine leichte Rechts-Links-Schwäche und Lukas hat mir dann immer gesagt, ich soll einfach gucken, ob vom Beifahrersitz jemand kommt. Und wenn vom Beifahrersitz jemand kommt, muss ich bremsen. Und das hilft mir so gut. Das hilft mir richtig gut. Also seitdem kann ich rechts vor links viel besser beachten, ohne dass ich vorher voll kalkulieren muss. Also das ist richtig gut. Weil ich weiß, wenn von meiner Fahrerseite einer kommt, dann habe ich Vorfahrt. Und wenn jemand von der Beifahrerseite kommt, dann hat der Vorfahrt. Ja. Und ein Gewerbe anzumelden kostet, glaube ich, um die 40 Euro, meine ich. So um den Dreh. Also zumindest als ich das gemacht habe. Kann auch sein, dass es jetzt günstiger ist. Nee, ich glaube, es ist jetzt günstiger. Weil wenn man es neu anmelden muss, dann... Genau, ich glaube, das kostet jetzt um die 25. Aber als ich es angemeldet habe, hat es 40 gekostet. Jetzt ist es günstiger. Ja, dann... Ja, schauen wir mal in Windenburg, was da so geht. Vielleicht auch mal ein bisschen wohlhabender, aber es gibt halt irgendwie keine reichen Singles, ne? Ich will auch eigentlich kein Geld. Ich will eigentlich einfach nur Liebe. Ja, wir haben ja ein Haus. Guck mal, Forrester. Wäre reich und schön. Oh, Carly. Guck mal, die sehen alle so gut aus. Die sind doch alle verheiratet. Können die nicht mal alle eine Ehekrise haben? Praktische Eselsbrücke. Voll, ne? Ich finde es auch richtig gut. Ist aber auch Pay mit dem Gewerbe. Also ich finde jetzt, wie man das online machen muss, das finde ich wirklich einfach. Also das finde ich wirklich sehr leicht. Die ganze Steuerkacke ist natürlich super kompliziert, wenn man das alles zum ersten Mal macht. Das ist super schwierig, sich da reinzufinden. Vor allem, weil dieser Beruf der Influencer-Content-Creator halt noch so neuartig ist. Deswegen wissen viele Ämter auch einfach noch nicht Bescheid. Sieht ein bisschen Fuckboy-mäßig aus, ne? Irgendwas mit Fight steht da unten. Wir wollen ja niemanden, der sich prügelt. Das meine ich auch. Also nicht das Anmelden, sondern der Bums drumherum. Ja, auf jeden Fall. Also auch da kann ich euch wärmstens ans Herz legen, dass ihr euch direkt einen Steuerberater holt. Ich weiß, man muss dafür dann halt erstmal bezahlen, aber das könnt ihr von den Steuern abführen, weil es eine Betriebsausgabe ist. Und da müsst ihr euch um nichts kümmern. Ihr schickt euren Stuff dahin, eure ganzen Rechnungen, die machen alles fertig. Und der Jahresabschluss berechnet sich immer nach eurem Verdienst. Also wenn ihr nicht so viel verdient habt, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, dann ist es auch nicht so teuer. Also je mehr ihr verdient, desto teurer ist dann auch das, was der Steuerberater machen muss, weil es ja länger dauert, das zu bearbeiten und so weiter. Genau, wenn ihr jemanden in der Familie habt, der Steuerberater ist, ist das natürlich noch besser. Aber ich empfehle es für jeden, das zu machen. Genau. Wieso brauchen wir einen neuen Ken? Ich habe die letzte Folge noch nicht ganz gesehen. Carla, Hallöchen, schön, dass du da bist. Ja, wir hatten ein bisschen Differenzen mit unserem Boy. Der ist echt süß, jetzt wo ich so... Ich meine, das ist auch romantisch, sportlich, Musikliebhaber. Wir könnten mal Hallo sagen gehen. Hallöchen, Hunter, mein Name ist Barbie. Wo gibt's die besten Cookies, fragt Lukas. Was meinst du, also so im Supermarkt jetzt, oder... Also ich finde, er sieht wirklich sehr gut aus. Müssen ihn, also... Ja, ich finde, es klingt schon vielversprechend. Anja, danke für deine 24 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Für YouTube-Keywords. Ach so. Subway vielleicht. Ich würde Subway, glaube ich, in die Keywords machen, weil das sind ja quasi Subway-Cookies. Oh mein Gott, die müsst ihr auch nachmachen, die Cookies von dem Video von Lukas, die sind so geil. Okay, dann gehen wir da mal Hallo sagen, aber müssen natürlich erst zurück zu unserer Barbie. Subway habe ich, dabei sind die echt nicht geil. Subway-Cookies sind voll geil. Ach, Lukas. Ist doch ein hübscher, ja, würde ich auch sagen. Wir gucken uns das jetzt mal aus der Nähe an. Und dann
entscheiden wir, ne? Ob das passt. Das, ob das dann. Ne? Ja, ja. Emmichen, Hallöchen. Nee, wir haben noch keinen neuen kennen. Das ist alles ein bisschen lassen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Hause und schlafen, weil wir sind sehr müde. Und dann gucken wir da morgen vorbei. Weil wenn um 23 Uhr plötzlich nur... Obwohl, wir könnten so auf hilflose Frau machen. Aber wenn wir einfach bei ihm klingeln, ist es auch ein bisschen kritisch, ne? Luma Mika, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Was hältst du von dem neuen Pack, was bald rauskommt? Ich möchte nicht so viel sagen. Wartet mal die Woche ab. Wir gehen jetzt mal schlafen. Wir gehen jetzt einfach mal schlafen. Hat die Katze Essen? Ja. Sind unsere Cookies noch im Ofen? Ja. Für die Story hat sie ihn vielleicht auf einer App kennengelernt. Ja, oder wir sind einfach in ihn reingestolpert oder so. Wie? Also ist das halt in Filmen passiert, ne? Natürlich darf Nina nichts sagen. Ja, Leute, ich bin jetzt einfach, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Dass ihr immer, dass ich einfach Geheimnisse vor ihr. Twitch Baby. Eisnins, danke schön für die 9 Monate. Vielen, vielen Dank fürs Twitch Baby. Ich danke dir von Herzen. Genau, wir haben seinen Ausweis gefunden und bringen sie ihm zurück. Perfekte Story. Weil dann können wir nämlich auch einfach sagen, oh, wir müssen jetzt ganz schnell los, wenn das gar nicht passt. Und wenn es passt, ist super. Woher ist die Futterschale? Das ist aus diesem, also von diesem Creator, den ich im letzten CC Shopping Video, glaube ich, vorgestellt habe. Oder im vorletzten? Ach nee, Aira. Aber ich meine, das hätte ich auch in einem CC Shopping Video gezeigt. Ich weiß es aber nicht mehr. Kommst du mir das Haus? Ist es schon hochgeladen? Das weiß ich gerade gar nicht. Habe ich das Haus schon hochgeladen? Ja, habe ich. habe ich hochgeladen. Ich muss auch dringend noch andere Sachen hochladen. Ihr fragt mich dauernd nach irgendwelchen Sachen. Oh nee. Ach so. Ja, ja. Macht ihr mal. Ich dachte, die Mädels wollen sich schon wieder treffen. Ja, mach erstmal hier sauber und danach kannst du da essen. Aira hat auch so schöne Kindersachen. Ich glaube, darüber bin ich auch da dahin gekommen. Melina, hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich glaube, ich hab Danke gesagt, ne, aber schön, dass du hier bist. Ja, ich glaube, wir holen das jetzt mal. Warum hat sie denn schon... Sie hat schon wieder den schlimmsten Tag aller Zeiten. Diese Frau macht mich fertig. Also ich verstehe auch, dass das mit den Männern halt nicht so einfach ist, weil sie halt auch jetzt nicht die einfachste Person der Welt ist. Barbie, bleib jetzt stehen. Hä, wo kann ich denn weiterkochen? Komisch. Ab in den Müll damit. Wahrscheinlich war das gammelig. Ja, das bringen wir jetzt auch mal schnell in den Müll, damit die Katze da nicht drin weiter rumfrisst. Und dann beschäftigen wir uns jetzt mal ganz kurz mit unserem Kätzchen. Jetzt hör doch mal auf. Warum rennt sie denn jetzt so? Du hast doch gar kein... Oh mein Gott, ich hasse dieses Spiel manchmal. So. Und dann gibt es natürlich noch ein Leckerchen. Und dann gehen wir in San Myshuno spazieren und finden zufälligerweise ein Portemonnaie. Und naja, wir suchen den Ausweis und finden dann heraus, dass es von einem gewissen Hunter ist, der hier in der Nähe wohnt. Und wir begeben uns auf die Jagd nach ihm. Versteht ihr, weil er ist Hunter. Das Deck. Wo war das? Hier? Nee, da? Er hat halt ein scheiß großes Apartment, ne? Das Geld würden wir dann nicht nehmen von ihm, weil ich möchte, also ihr wisst, ich möchte hart arbeiten.
Einfach toll, diese Schicksalsbegegnung. Ist das wunderbar, oder? Ja, genau. Ihr habt es gut verstanden. Jagd wegen Hunter und so. Mhm. Dazu, Kerlchen, schön, dass du da bist. Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal Wellness machen gehen, ne? Sie ist einfach so angespannt. Aber wir klopfen jetzt mal hier an die Tür. Ich hoffe, es ist die richtige Wohnung. Hallo! Na? Oh, guck mal, er sitzt auch schon ganz ready für uns hier auf seinem Sofa. Okay, Chat, was denken wir? Er hat Grübchen. Wir sagen ihm jetzt erstmal Hallo. Wir werden uns erstmal freundlich vorstellen. Und guck mal, seine Wohnung ist aber sauber. Seht ihr, wie es blitzt? Ich meine, er hat einen Reinigungsservice. Alter, was für ein Fernseher. Also seine Wohnung ist sehr geschmackvoll eingerichtet. Schade, dass es den Beruf Jäger nicht gibt. Ja, wirklich. Andere Friesen, ein bisschen sisi und es läuft. Chat, was sagen wir? Josi, ich meinte das ernst. Ich meinte das wirklich ernst, dass du das voll profimäßig gemacht hast. Und also, ja, wir machen ihn einfach mal an. Mal gucken, was er sagt. Also, und dann wird hier, also meine Worte werden mir im Mund umgedreht von der Frau. Gorba. Das ist gut. Okay, die haben aber keinerlei Meinung übereinander. Es läuft. Und ich sage nur, dass ich von der Besten lerne. Und Mimi macht das. Danke für dein Lack. Und Shalima, mach's gut. Schön, dass du hier warst. Chemie scheint zu stimmen. Ja, wir gucken, also wir reden mal weiter mit ihm. Wir erzählen mal eine unglaubliche Geschichte. Guck mal, geht's direkt voll gut. Guck mal, wie glücklich sie hier ist. Herrlich sauber. Schön dekoriert. Selbstsichere Deko. Köpfchen, Hallöchen. Was sagst du zu dem Boy? Das ist alles schwierig, Köpfchen. Morgen Hochzeit, also ich werde da... Oh, ich dachte, an wir fragen ihn mal nach seiner Karriere, das vielleicht auch noch. Oh, guck mal, die lachen zusammen. Okay, er hat anscheinend reich geerbt. Denn er ist arbeitslos. Wir finden erstmal noch ein bisschen was über ihn heraus und dann... Vielleicht hat er auch gerade ein Startup gegründet oder ist so ein Aktientyp oder so. Björni, hallo Björni. Ja, die Suche läuft schleppend. Läuft wirklich nicht gut. Aber wir haben jetzt einfach gecheatet und haben uns im Weltenverwalten-Modus ein Sim ausgesucht. Und dann standen wir vor seiner Tür. Er ist nur der Haussitter. Das kann natürlich auch sein. Aber das bedeutet ja nicht, dass er nicht jetzt dann erst anfangen kann. Ich meine, vielleicht wollte er schon immer Anwalt werden. Direkt nach Karriere fragen, nicht, dass es noch so ein Maler ist. Björni weiß, was hier los ist. Der Björni, der weiß direkt, worum es geht. So, wir lernen ihn mal kennen. Ich meine, seine Merkmale kennen wir ja schon dadurch. Och, Elena. Jetzt, also langsam geht es mir auf den Sack. Wir fragen ihn mal, ob er Kinder will. Ist ja auch wichtig zu wissen für uns. Und so. Er muss sein Studium noch beenden. Genau. Klar. Ganz, ganz logisch. Ich möchte Kinder haben. Und möchtest du heiraten? Vielleicht? Das ist eine tolle Geschichte mit dem Studium, Leute. Eine sehr, sehr tolle Geschichte. Okay. Das ist alles ganz fantastisch. Ich möchte, dass die zwei sich jetzt aber erstmal auf der freundschaftlichen Ebene näher kommen. Weil, damit wir nicht noch so ein Fiasko haben wie mit Laurent. Wir tratschen jetzt mal mit ihm, weil wir müssen ja auch gucken, ob man mit unserem Mann tratschen kann. Ob die den denn aufgegabelt... Wir haben sein Portemonnaie gefunden auf der Straße und... haben dann geguckt, wem das Portemonnaie gehört und sind dann zu ihm nach Hause gegangen. So war's. Ja. Serenity, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Die haben getratscht, das war ja toll. Dann erzählen wir ihm nochmal eine unglaubliche Geschichte.
Wir reden mal mit ihm über Fitnesstechniken. Sind wir auch aktiv? Nee. Warum hat sie Angst im Dunkeln? Nee. Ja, also vielleicht. Also ich finde ihn gerade sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich habe gerade erst so gedacht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber... Okay, jetzt kommt ganz kurz nochmal ihre schlechte Laune raus. Aber er ist wirklich sehr... interessant. Smalltalk nochmal. Vielleicht wir fragen ihn mal nach seinen Beziehungszielen. Wir fragen ihn jetzt einfach mal. Portemonnaie gefunden, den Inhalt für gut befunden und dann erst nach dem Typen geguckt. Also guckt euch die Bude an. Alter, was ist das für eine Wohnung? Also wie gesagt, darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Okay, er ist ein richtiger Junggeselle, aber das bedeutet ja nicht, dass wir ihn nicht zu seinem Glück bringen können. Ne? Vielleicht hat er einfach noch nicht die richtige Frau getroffen. Ne? Ich glaube, wir brauchen eine angepinnte Nachricht für Laurent. Ja, wirklich. Ich habe auch so langsam das Gefühl. Vielleicht, also liebe Mods, wenn einer von euch gerade Lust und Zeit hat, könnt ihr gerne einmal kurz einen Text schreiben, warum... also es hat einfach zwischen Laurent und Barbie nicht mehr gepasst und deswegen musste er gehen. Ja, wir können ihm auf jeden Fall ein bisschen CC gleich draufklatschen, aber ich möchte jetzt nochmal ganz kurz hier über Smalltalk nach seiner Chemie zu uns fragen. Ich muss pipi. Ich möchte wissen, was er über uns denkt. Wie, darüber hast du... Also, aber er ist nicht aufdringlich. Wir reden uns die Welt wieder, wie sie uns gefällt, ne? Dann fragen wir ihn jetzt nochmal, ob er Single ist. Das ist ja auch wichtig zu wissen, ne? Er ist Single. Und, Leute, Green Flag, er ist nicht auf Tinder, ne? Also auf Meet and Mingle. Er war nicht in der Dating-App. Das ist ja schon mal was Gutes eigentlich, was eher für ihn spricht. Und Sina, welcome back. Maybe. Also vielleicht ist das unser neuer Ken. Er wirkt auf jeden Fall auf den ersten Eindruck sehr, sehr sympathisch. Wir machen ihm mal ein Kompliment über sein Outfit. Lieber Chat, wir suchen einen neuen Ken, weil es mit Laurent, dem alten Ken, einfach nicht mehr gepasst hat und wir uns deswegen trennen mussten. Perfekt, Josi. Das hast du fantastisch formuliert. Bla. Wir suchen eine neue Ken. Ist super. Passt so. Ich hab sie ja herzlich willkommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer Ryan ist. Bin Team mit Ishan, hör mir auf. Ich hab ein Trauma von dem Mann. Also. Bis jetzt läuft's. Ach so, genau. Also wünscht sich ein Kind zu haben. Deswegen müssen wir jetzt mal ran an den Speck. Was können wir noch fragen? Nach persönlichen Abtörnern fragen. Wetten, er sagt auch, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Melli, hallo! Danke für die... Ja, natürlich. 44 Monate schon. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Schön, dass du da bist. Oh mein Gott, jetzt hör doch mal auf. Und wie findest du unseren vielleicht neuen Ken? Gesicht beleidigen. Wir fragen ihn mal nach seinem Tag. Er ist auch die ganze Zeit selbstsicher. Finde ich auch sehr süß. Bewundern ihn mal ein bisschen. Schmieren mal ein bisschen Honig ums Maul. Verschönern mal seinen Tag. Oh! Wozu war das jetzt gerade? Ich weiß nicht mehr, wozu das war. Was habe ich vor Tag verschönern gedrückt? Aber es war die erste, ne? Nicht wirklich tiefgründig, der Mann, ja vielleicht auch das, ne? Hat er einen guten Job? Er ist arbeitslos. Aber er hat eine Riesenbude. Deswegen haben wir gesagt, er kommt aus reichem Hause. Seine Eltern haben ihn das jetzt hier finanziert. Und er ist noch im Studium. Ganz klar. Ich muss jetzt aber wirklich dringend pipi, weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Danke, Josi. Also ich gehe ganz kurz pieseln. Ich komme schneller zurück, als ihr gucken könnt. Ja, die Bude ist riesig. Aber die würden wir dann nicht mitnehmen, weil die gehört ja seinen Eltern. Also das Geld davon. Ne? Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Okay, bis gleich. Da
Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ich kann eine Werbung schalten, dann kriegt ihr das nicht währenddessen. Also für die, die keinen Sub haben, es sollte jetzt Werbung kommen, dann habt ihr nämlich in der nächsten Zeit keine Werbung und verpasst nichts. Danke für die Erinnerung. Tschüss! Wish that I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me. Hallo ihr Mäuse! Perfektes Timing für die Werbung. Ja, super, oder? Viermal Werbung. Ja, aber das Ding ist, also das ist extra. Weil ihr dann jetzt für die nächsten, keine Ahnung wie viele Minuten, also für die nächste Stunde oder wahrscheinlich bis zum Ende des Streams oder keine Ahnung, keine Werbung bekommt. Das ist richtig super eigentlich. Deswegen, ich versuche da mehr dran zu denken. Also es war super, dass ihr mich jetzt dran erinnert habt, dass wenn ich Pipi-Pausen mache, dass ich euch dann Werbung schalte, weil dann kriegen halt neue Zuschauer auch keine Werbung. Und Mia, du kriegst sowieso keine, weil du einen Sub hast. Also das ist nur für Leute, die keinen Sub haben. Und Luna, Hallöchen, herzlich willkommen. Schlaues Fox, Hallöchen. Genau, Josi, das könnt ihr auch. Okay. Couscous-Salat schmeckt heute so gut. Lukas hat irgendwas anders gemacht. Schmeckt richtig geil. Wir teilen einfach mal ein paar Fotos mit ihm. Ist Couscous-Salat, aber ein bisschen anders mit Awaha natürlich. Ein bisschen anders als sonst. Schmeckt mega geil. Aber der Flow ist noch nicht so da. Aber vielleicht ist er auch schüchtern, wer weiß. Wenn so eine gut aussehende Frau plötzlich vor deiner Tür steht, weiß ich auch nicht, ob ich dann so gut reden könnte. Der Couscous-Salat ist gesund, ja. Also gesund ist ja immer, ne? Aber hat gute Nährwerte, würde ich sagen. Er fragt uns was. Barbie flirtet. Alright. Sie sagt, oh, sein Bart ist anscheinend seine Insecurity, weil sie hat was zu seinem Bart gesagt, fand er nicht so lustig. Und jetzt denkt er sich so, auf gar keinen Fall. Wir gucken mal weiter. Wir beobachten die Situation. Sehr wie Hallöchen.
Bleib hier. Er redet jetzt. Ich glaube, er fängt an. Mhm. Er hat angefangen. Er hat sie angeflirtet. Wir laufen ihm hinterher. Also die Bude ist wirklich krass. Mhm. Ich habe Selbstständigkeit an. Aber sollen die auch. Hm, das ist also seine Liebeshöhle. Die sollen ja selbstständig reden. Die sollen halt nur nicht weggehen. Emma, Hallöchen. Ich bin jetzt auch sofort fertig mit Essen. Ich wollte das nur kurz aufsnacken, damit ich das aufgegessen habe. Süß, sie möchte malen. Aber ich bin hier, um den Mann kennen. Ach, er bringt den Müll raus. Okay. Also das findet Barbie, glaube ich, schon mal gut. So wie er, also so ordentlich wie er ist und sowas. Das sind auf jeden Fall alles schon mal gute Sachen. Oh, yips. Ich möchte das einfach mal ein bisschen beobachten. Ich bin der Teppich ein bisschen wild durcheinander gemischt. Wer macht denn sowas? Ja, hast du sehr, also, ja. Naja, aber vielleicht findet man das schön. Guck mal, jetzt wollen sie ein bisschen miteinander lachen. Oh mein Gott, jetzt macht sie einen Witz über Körperbehaarung. Okay, also Körperbehaarung ist seine wirklich große Insecurity. Und Sandy, schön, dass du jetzt hier bist. Ja, also stimmst du zu, dass es ein bisschen belastend war am Ende? Also es war einfach, es hat dann irgendwie nicht mehr so gut gepasst. Der Spotify-Jahresrückblick ist dieses Jahr irgendwie wild. Eine Region hat es dir besonders angetan. Flagstaff, USA. Okay. Wie bitte? War mega belastend. Hast du gut gemacht? Okay, sehr gut. Es gibt kein Rezept zu dem Couscous-Salat. Es gibt aber einen Clip. Und den müssen wir eigentlich mal zu einem Command machen, damit mir das immer auslösen kann. Der heute war aber ein bisschen anders. Wenn jemand den Clip für den Couscous-Salat gerade parat hat, könnt ihr den gerne in den Chat schicken. Ich glaube, der war von Celine oder so. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber sonst machen wir da mal einen Command draus. Sie träumt davon, mal in die Hose pieseln zu dürfen. Das ist ja ein wunderbarer Traum, Barbie. Nee, das Rezept ist, glaube ich, nicht im Discord. Also der Clip schon. Wenn ihr auf Discord vielleicht Couscous-Salat eingebt, dann müsste der Clip kommen. Ja, mal schauen. Weiß ich auch nicht, was ich mit der Info soll. Die Leute dort sind mit höherer Wahrscheinlichkeit Fans von der Musik, die ich wohl oft gehört habe. Okay. Und Playful Dodo, danke für die 20 Monate. Da ist das Rezept. Guck mal, einfach die Raketen beide. Ne? Guck mal, Mimi und Sina gleichzeitig. Danke schön für die 20 Monate und schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Und danke für den Clip, ihr beiden. Also da in dem Clip erkläre ich, wie Lukas seinen Couscous-Salat macht. Aber wie gesagt, der heute ist ein bisschen anders gewesen. Wir hatten Kidneybohnen da drin. Ja, und weiß nicht, was da jetzt noch alles drin war. Aber es hat auf jeden Fall ein bisschen anders geschmeckt als sonst. Aber super lecker. Und Tina, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Was möchte sie jetzt machen? Kind bei Hausaufgaben helfen. Guck mal, sie möchte einfach ein Kind gebären. Und wir bewundern ihn nochmal. Also der einzige wunde Punkt, den er hat, ist wirklich, wenn wir über seinen Bart reden. Egal wie, das findet er richtig doof. Egal, ob wir ihm ein Kompliment machen oder ob wir einen Witz da machen. Findet er richtig, richtig kacke. Ach, Mimi, du hast da direkt einen Command draus gemacht. Hä? Hä, hatten wir da schon... Ah, Josi, super. Danke. Fantastisch. Ja, das ist doch großartig. Dann könnt ihr das immer jederzeit abrufen. Also wie gesagt, ich finde, der Gesprächsflow ist jetzt nicht so krass zwischen den beiden. Aber das heißt ja trotzdem nicht... Oh mein Gott, sie hat ihm von ihrem Traum-Barbie-Haus erzählt. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht passt. Ich finde ihn schon sehr süß. Bis jetzt hatte er nichts, wo ich sage, das ist richtig kacke.
Die flirten so ganz dezent, richtig niedlich. Nicht so aufdringlich. Paulina, Hallöchen, schön, dass du da bist. Haben natürlich alles zu Hause, bis auf den Couscous. Also wenn du Bulgur hast oder so, oder Quinoa, damit würde das vielleicht auch gehen. Hab keine Zeit fürs Gewürzfestival, ich bin gerade mit meinem Boy. Der Command für die Regeln ist, glaube ich, einfach Ausrufezeichen Regeln, oder? Oder so? Findest du aber auch in den Panels auf Twitch. Dann sind wir noch mal ein bisschen lustig mit ihm. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt vielleicht noch was mit ihm essen. Weil wir sind ja jetzt, ne, hier eh noch unterwegs. Wir gehen noch ganz kurz pieseln. Neue Jänger, Männerjagd, I see. Ja, ne, war alles ein bisschen belastend, aber jetzt geht's bergauf. Ne? Essen ist immer gut, ja, finde ich auch. Ich möchte ihn halt jetzt noch nicht umstylen, wenn wir ihn am Ende dann doch nicht nutzen. deswegen warten wir noch ein bisschen. Also bis das Ganze offiziell mit den beiden ist. Weil das bringt Pech. Haben wir jetzt festgestellt. So. Nutzen hat sich immer so nett an. Attila, Hallöchen, herzlich willkommen. Okay, wir haben hier ein Restaurant, The Gilded Platter. Ja, wir sind ja hier in Samaishuno, ne? Warte mal, was ist denn das für ein Park? Lavender Field. Süß. Ich meine, wir haben noch nicht mega viel Hunger. Wir können auch erst kurz spazieren gehen. Obwohl, im Restaurant dauert es immer so lange. Deswegen gehen wir vielleicht doch jetzt ins Restaurant. Aber da möchte ich auf jeden Fall mal hin. Das sieht von oben schon sehr süß aus. Bis er plötzlich eine andere heiratet. Ja, dann drehe ich durch. Aber Hauptsache, wir hatten das Geld von Laurent. Er hat es uns überlassen. Sein Erspartes durfte er ja mitnehmen. Ne? Wenn man das Formular nicht hat, wo findet man den Schmuck dann? Also wenn ihr nicht an... Ist das ein exklusiver Schuppen? Wenn ihr euch nicht für den Newsletter angemeldet habt, könnt ihr natürlich ganz normal morgen... Also geht der Shop halt online und dann kriegt ihr den Link. Also der ist dann bei Only You natürlich. Und ich verlinke euch das dann auf Twitch und auf YouTube und überall. Aber wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, dann kriegt ihr zum Kauf halt eine Autogrammkarte dazu. Und vielleicht bringe ich euch euer Paket persönlich vorbei. Das ist noch das Gewinnspiel, was es heute zu verkünden gab. Also anscheinend können wir hier nicht rein. Wir gucken mal, vielleicht können wir ja doch... Nee, können wir tatsächlich nicht. Ja gut, dann lösche ich das hier mal ganz kurz. Weil, also was ist denn das, bitte? Oh, das sieht schon cool aus. Aber naja. Um 18 Uhr, Melli. Also, oh, jetzt in 3 Minuten. Ah, okay. Ihr könnt euch nicht mehr anmelden dafür. Also, ihr könnt euch schon noch für den Newsletter anmelden. Aber ich glaube, Shane hat gesagt, bis 17.55 Uhr müsstet ihr euch angemeldet haben, dass ihr die Mail auch bekommt. Aber ja. Weiß wie toll. Ja, ja. Genau. Also, um 18 Uhr geht das online. Okay, jetzt müssten wir ja da rein können, ne? Was steht auf dem Tisch? Achso. Ist das süß hier. Also ein bisschen pompös, aber wir können ja sagen, das gehört seinen Eltern. Finde ich eigentlich sehr niedlich. Welcher Tisch ist denn romantisch? Ich finde es eigentlich unten ein bisschen gemütlicher als oben, muss ich sagen. Weil hier ist direkt... Ist das ein Eingang? Wir können auch draußen... Ach, es ist doch warm. Wir sitzen draußen. Können wir nicht. Hä, ist das nicht als Restaurant gekennzeichnet? Hä? Was bedeutet das denn da? Achso, das leuchtet. Warum funktioniert das nicht, Chat? Nee, eigentlich fehlt nichts, ne? Ja, also um 18 Uhr geht die Mail raus. Und wenn ihr sie nicht direkt habt, wartet kurz. Kann sein, dass es kurz dauert. Also, ja. Ich hoffe, also, ja, okay. Ihr macht das schon, ne? Es ist auch nur ein Sneak Peek. Also, ne, also ja, nee, es ist schon toll, was ihr da halt
euch anhören könnt. Also, ne? Ja, okay, ich sag jetzt gar nichts mehr. Eigentlich passt alles. Vielleicht noch geschlossen. Aber wo stellt man denn Öffnungszeiten ein? Kann man irgendwo nicht rein? Eigentlich schon. Also hier ist ja auch kein... also hier sind keine... Wie heißt es denn? Keine Mitarbeiter. Vielleicht, weil dadurch, dass dieser Torbogen war, konnten die Mitarbeiter ja auch nicht rein. Und deswegen hat es wahrscheinlich nicht funktioniert, ne? Wahrscheinlich dauert das ja dann noch, bis es dann funktioniert. Die Mail kam auf die Sekunde. Yay! Cool! Viel Spaß! Ganz viel Freude. Hä? Ach so, sie will unserer Gruppe beitreten. Nee, das ist ein exklusives Ding. Okay, dann müssen wir vielleicht doch in ein anderes Restaurant. Dann gehen wir mal in das in Montgomery. Das sah ja auch cool aus. Ich habe noch keine Mail. Ich habe ja gerade gesagt, ne, habt kurz Geduld. Also das dauert vielleicht kurz, bis es ausgespielt wird. Ist ja manchmal so, wenn man einen Code anfordert oder so, dann dauert das ja manchmal auch ein paar Minuten. Meine Briefschaube macht bestimmt gerade Pause, genau. Ich guck mal, ob ich es bekomme. Ich habe mich ja auch noch angemeldet. Oh ja. Okay. Gut. Fantastisch. Okay, guck, Lukas hat auch noch keine bekommen. Oh mein Gott, jetzt bin ich auch aufgeregt. Also schreibt jetzt bitte nicht in den Chat, ne, worum es geht, weil wie gesagt, wir haben so versucht, das so ein bisschen exklusiv für den Newsletter zu halten, dass ihr alle die Freude so für euch haben könnt quasi. Genau. Schneehörnchen, danke für 34 Monate. Vielen, vielen Dank. Hey, warum schreibt ihr gerade alle Hallöchen? Oh, ihr kommt einfach gerade rein, ne? Okay. Schön, dass ihr da seid. Ich dachte gerade irgendwie, ist ein Raid reingekommen oder so? Saskia, Hallöchen. Und Super Niso, Hallöchen. Bei mir ist die Mail im Spam gelandet. Ja, genau. Dann guckt mal im Spam auch, ob ihr die da bekommen habt. Und dann sollte das alles passen. Ha, schön, wunderbar, wunderbärchen. Oh mein Gott, aufregend. Hört bitte auf, freundlich zu sein, ja. Bitte hört auf, Hallo zu sagen. Ja, sorry, ich muss mich jetzt auch mal hier aufs Spielen konzentrieren, aber es ist alles so spannend. Was wollte ich... Oh, wir könnten nochmal nach Desert Valley gucken, was es da so gibt. Gibt es hier ein Restaurant? Ja. Ah, ist vielleicht auch mit so einem Ding, ne, wenn es in Delta Valley ist. Aber wir gehen mal gucken. Hab sie sehr gut. Hab sie, seht ihr? Das war wahrscheinlich vielleicht so in so mehreren Schüben. Kann auch sein, dass es immer noch kurz dauert, bis ihr die bekommt. Ich meine, 6000 Leute haben sich dafür, also über 6000 Leute haben sich angemeldet. Dann kann es natürlich sein, dass es mal ein bisschen dauert, bis alle dann rausgeschickt wurden. Und, haben wir jetzt erst mitbekommen, dass du Schmuck rausbringst. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es läuft gut. Ich habe mich jetzt leider nicht angemeldet. Also du kannst dich immer noch anmelden. Du bekommst dann halt nur nicht diese Mail mit diesen exklusiven News. Also bis morgen 15 Uhr könnt ihr euch noch anmelden. Dann bekommt ihr auf jeden Fall eine Autogrammkarte zu eurem Kauf dabei. Und ihr habt halt die Chance, dass ich das Paket persönlich für euch, dass ich euch das persönlich vorbeibringe. Also da gibt es noch ein Gewinnspiel und CC und so weiter. Also ja. Ja, ja. Bei mir kam sie jetzt auch ja sehr gut. Ja, und freut mich, Sina. Das freut mich sehr. Und ab 18 Uhr geht der Shop morgen online. Ja. Hab die Mail sehr gut. Das freut mich. Meine Make-up auch. Sehr gut. Yay! Ach, Manu. Oh, so toll. Ist das toll. Okay, wo geht's hier rein? Okay, das ist nicht exklusiv, das heißt, das müsste ja funktionieren, oder? Aber es sieht hier so, auch so aus, als wenn ihr... Hä? Ist mein...
Ah doch, da sitzt einer. Okay, never mind. Da steht no rain, no sunshine. Oh ja. Ja, das, da hatten wir ein bisschen... Also, wir haben ein bisschen... aber ist auch nicht schlimm. Wir haben ein bisschen immer hin und her gehabt mit dem Sunshine. Also, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass das noch dazwischen gerutscht ist. Das ist einfach nur... Also, ignoriert das. Die Kollektion heißt No Rain, No Flowers. Das ist schon fast ein Insider. Das ist schön. Das freut mich ganz doll, dass es euch gefällt. Es bestellen doch alle, die sich angemeldet haben. Ja, das wär's, ey. Mail gleich als Favorite markieren. Ihr seid so süß, ey. Hör mir auf, ich muss weinen. Das ist so eine wundervolle Idee und etwas, was ich momentan so unfassbar gut gebrauchen kann. Och, Mann. Genau, ist der Arbeitstitel, ne? Wie Project Renee. Also. Ja, das wird natürlich jetzt viele verwirren. Aber ihr wisst ja, wie es heißt. Aber gut aufgepasst. Oh mein Gott. Ich kann es auch nicht glauben. Es ist echt so verrückt, so ein Newsletter zu seiner eigenen Kollektion zu bekommen. Stream auf, Newsletter verdienen sie auf und dann kommt noch die YouTube-Benachrichtigung mit dem neuen Video. Ja, voller Spam, ne? Oh, Mann. Oh, Mann, ich hoffe so, dass es euch gefällt, ne? Ich habe jetzt die Erwartung so hochgeschraubt für euch. Und jetzt hoffe ich natürlich als letztes noch, dass euch die Designs auch gefallen. Also eigentlich weiß ich das auch, aber ja. Dina, danke für die 16 Monate. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du kurz Hallo sagst. Dieses Video dazu, das ist einfach toll. Das ist toll, ich muss weinen. Hilfe, das holt mich so ab. Was für eine tolle Idee, das freut mich ganz toll. Ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass es so zu esoterisch so ein bisschen ist. Aber ich möchte jetzt auch nicht mehr allzu viel drüber reden, aber ja. Einfach morgen um diese Uhrzeit ist der Shop online, Leute. Morgen um diese Uhrzeit. Das ist so verrückt. Ja, dazu auch nochmal ganz kurz. Also morgen dachte ich, dass ich mit euch den... Also wir spielen auch jetzt gleich weiter, versprochen. Aber ich habe gedacht, dass wir morgen dann halt zusammen den Drop quasi erleben. Dass ich ab 17.30 Uhr online gehe und dass wir den Drop dann so zusammen erleben. Dachte ich, wäre irgendwie halt eine schöne Sache. Warum heißt die Kollektion nicht Muckel-Kollektion? Das wäre ja auch toll. Oh Mann, süß. Und das wird auch kein super langer Stream. Also wir quatschen dann einfach ein bisschen und freuen uns zusammen. Und ihr könnt mir einfach ein bisschen Feedback geben und so weiter. Ja. Ja. Wie toll die Idee. Jetzt hab Pipi in den Augen. Wusste vorher schon, dass es toll wird, aber es hat meine Erwartungen jetzt schon übertroffen. Das freut mich so sehr. Ich habe ja gesagt, es wird eine super persönliche Kollektion. Und das ist halt nochmal so dieses... I-Tüpfelchen, finde ich. Ja. Celine, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Larissa, Hallöchen. Morgen werden erstmal ein paar Server bei Only You gecrashed. Also wenn ihr das macht, also wenn ihr das schafft, das wäre wirklich Next Level. Aber ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, für was die Server ausgelegt sind, aber ich meine, die hatten ja auch schon die Kooperation mit Nick und so. Und die haben ja bei Nick zum Beispiel auch gesagt, dass das so eine schnelle Community war, die so schnell gekauft haben. Also auf einen Schlag, obwohl sie halt die ganze Woche Zeit hatten. Ja. Ihr könnt eine Woche lang bestellen. Also bis zum 7.12. könnt ihr bestellen. Okay. Gut. Dann können wir jetzt weiterspielen. Präsentation war mega. Ja, das freut mich. Das ist schön, dass euch gefällt. Ja. Wir sind viele und schnell. Die Server sollen sich auf was gefasst machen. Oh Mann, ey. Oh Mann, Leute. Sonnenschein, ihr Hallöchen, herzlich willkommen.
Shane, hallo! Wir machen hier, wir sind schon wieder komplett in unserer Liebesblase. Wir können schon wieder gar nicht spielen. Also ich nehme an, du bist der allerechte Shane, weil ich kenne keinen anderen Shane, der so geschrieben wird wie du. Aber das ist der wunderbare Shane-Chat. Heißt ihn willkommen. Das ist der Mann der Stunde, die Magie hinter dem Ganzen quasi. Der Mensch hinter den tollen Texten. Ja, das ist Shane. Ja, Shane kriegt direkt mal ein Sub geschenkt. Mimi, danke schön fürs verschenkte Sub an Shane. Und Anna, danke noch für die 50 Monate. Der erste 50er. Anna. Du verrückte Maus. Danke für die 50 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen. Schön, dass du da bist. Willkommen bei dem Hühnerhaufen, ja wirklich. Die Magie ist absolut du. Gelegentlich wird sich nur nach. Oh Mann, ey. Nee, du hast schon auch ganz, ganz, also ja, es war mir einfach eine absolute Freude. Aber das habe ich ja schon ganz oft hier auch im Stream erzählt. Also das war einfach, von Anfang an war eine Magie im Raum. Ja, freut mich, dass es euch allen gefällt. Das ist schön. 50, ja, wirklich verrückt, ne? Alisa, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Präsentation von dir war so unglaublich toll. Ich musste meine Tränen unterdrücken, sonst hätte ich Rotz und Wasser geheult. Och Mann, schön. Schön, dass ich das so einfangen konnte, weil ich schreibe mir ja nie ein Skript für sowas und denke immer erst, während ich rede und versuche dann immer alles möglichst gut und kompakt zu packen, also so zu verpacken. Aber manchmal schaffe ich das auch nicht, deswegen freut mich das. Und da dann halt noch die ganze Emotion auch reinzustecken. Und deswegen freut mich das sehr, dass es auch gut drüber gekommen ist. Und jetzt suchen wir uns mal hier einen tollen Tisch raus. Und atmen durch. So wunderbar, was ihr euch da habt einfallen lassen. Dankeschön, das freut mich. Melissa, mir geht's auch sehr gut. Bin ich noch viel aufgeregter auf morgen. Ach Mann. Hab leider keine Mail bekommen. Shane, kann es sein, dass da nochmal eine Fuhre kommt? Genau, oder in meinem Spam-Ordner schauen. Das ist, das hat auch gerade jemand geschrieben, dass es im Spam-Ordner gelandet ist. Da vielleicht auch mal nachschauen. Ich dachte gerade noch, als jemand schrieb, dass er weinen musste, dass ich gar nicht verstehe, wieso. Und jetzt, als ich das Video sah, sitze ich selbst hier und weine. Das ist wirklich eine tolle Idee. Das freut mich so. Ach mal, Leute. Hab auch keine Mail bekommen. Okay, Ja, weiß ich auch nicht, was da dann vielleicht schiefgelaufen ist. Aber vielleicht kommt es ja auch noch. Vielleicht gibt es ja noch mal quasi eine Fuhre, die noch nachgeschoben wird oder so. Das weiß ich natürlich nicht. Bestimmt alle, die T-Online-Mail haben. Ist das da immer verzögert? Also ist das so ein Ding? Das ist einfach der größte Mist, okay. Also wenn ich keine bekomme, bin ich trauriger, das kann ich verstehen. Aber da kann ich natürlich jetzt auch nichts dran ändern. Manchmal stellen die Mails einfach gar nicht durch. Alle Mails sollten bis 18.04 Uhr ausgesendet werden. Falls noch etwas fehlt, schreibt gerne eine PN an das Instagram von OnlyYou. Guckt mal, da ist Problem Solving Shane. Also falls ihr keine Mail bekommen habt, ihr euch aber vorher angemeldet hattet, dann schreibt gerne mal dem Instagram von OnlyYou. Ist auch auf meinem letzten Bild verlinkt. Falls ihr das auf Instagram jetzt so auf die Schnelle nicht findet, könnt ihr einfach auf mein letztes Bild gehen. Da habe ich das also markiert, die Seite. Da könnt ihr dann einmal dem Shane schreiben. Der löst euer Problem dann. Aber schaut auf jeden Fall mal im Spam-Ordner. Ganz, ganz wichtig. Das rutscht da manchmal rein. Fuchsbande, das freut mich so.
Schön. Ach Mann, okay, Mann, Leute, ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Ist das aufregend. Und direkt noch einen neuen Sub hinterher. Pancake, dankeschön für den Prime-Sub. Herzlich willkommen, Universum. Für dich gibt es natürlich jetzt hier auch einen Ehrenraketenmodus. Ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank. Halt dich gut fest, schneide dich an und dann geht's los ins Universum. Und wir setzen uns jetzt hier irgendwo hin. Symphony sitzt still. Also, hier geht man rein. Wir brauchten den schönsten Tisch des Hauses. Da sitzen die Kinder, da wollen wir nicht hin. Dann nehmen wir den hier. Warum ist das hier oben? Wie kommt man hier hin? Warum habe ich denn so ein Pech mit den ganzen, Ja, haben wir schon festgestellt, Lukas. Mit den ganzen Restaurants. Wir wollen doch einfach nur was essen. Dann setzen wir uns jetzt einfach hier unten irgendwo hin. Wir nehmen einfach den hier, auch wenn das direkt ab... Oder, warte... Wir nehmen den hier. Es reicht. Oh Mann, so viel Aufregung. Nur zur Deko da oben, ja vielleicht, ne? Da, guck mal, die Josi hat euch auch mal das Profil reingeschickt. Da könnt ihr auch dann sonst direkt draufklicken. Und Shane, schön, dass du reingeschaut hast. Hab einen schönen Abend. Mach's dir gemütlich. Schönen Feierabend. Hab gerade im Sims-Haushalt Drillinge bekommen. F, Leonie. F an dieser Stelle. Oh mein Gott, jetzt ist sie mega wütend, weil es... heiß ist. Also, diese Frau macht mich auch einfach fertig. Ob meine Barbie direkt beim ersten Mal schwanger wurde, es Zwillinge werden und ihr Ken dann auch noch ein Baby mitgebracht hat? No way. Oh mein Gott. Gut, dass es bei euch so gut klappt und wer bei mir nicht. Chris, hi, ne? Ich will doch auch nur ein Baby. Also, im Spiel. Wie gesagt, ne, wenn ihr keine E-Mail bekommen habt, dann schreibt im Instagram von Only You. Dann wird sich... Haben wir jetzt einen Tisch bekommen? Ist das jetzt unser Tisch? Ja. Dann wird sich da um euer Problem gekümmert. Hallo Manu, schön, dass du da bist. Ja, wir haben extra eine Nachricht angepinnt, weil es war halt belastend, ne? Mit dem alten Ken. Hat in letzter Zeit auch öfter mal Probleme mit den Restaurants in Sims. Musste die dann immer neu platzieren aus der Galerie. Ja, es ist wahrscheinlich just Sims being Sims. Danke, Josi. Erinnert mich schon an Miss Loha mit ihren Launen. Ja, wirklich. Ja, sie hatte ja auch wartungsintensiv. Und ich bereue es gerade ein bisschen, dass ich das Barbie gegeben habe. Aber naja, wir gönnen uns natürlich jetzt heute erstmal auf den Nacken von Laurent quasi... Noch ein Liebestrank nehmen. Nee, wir trinken ein bisschen Wein. Obwohl, eigentlich, Barbie ist ja... Komm, wir trinken so ein... Mach mal. Sie ist eher so ein Drink-Girl, finde ich. Nisi, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich vermute, dass mein Grundstücksmerkmal romantische Aura-Atmosphäre da geholfen hat. Vielleicht bringt das ja was. Ich glaube, hatte nicht sein Apartment das... Ach nee, dann hätten die einen Boost gehabt. Okay, das ist... Ist das ein Frühstücksort irgendwie? Warum gibt es hier so viele Frühstückssachen? Oh. Maya und Luki kuscheln. Sie isst ein Caesar Salad, würde ich sagen. Und er isst Tzatar Manakish. Oder so. Klingt auch sehr gut. Oder das hier, das sieht auch gut aus. Okay. Aber es geht allen soweit gut. Ja, wir hatten gerade ganz große Aufregung, weil der Newsletter rausgegangen ist. Jeez. Aber ja, ich hoffe, dir geht's auch gut. Und Mona, danke auch für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Halt dich gut fest, schneid dich an und ab mit dir ins Universum. Wo ist denn jetzt unser Boy? Mann, immer, ich bin zu viel abgelenkt hier.
Danke für euren Raketenmodus. Mann, Lukas schickt mir so süße Videos von der Maya. I love it. Das ist so süß. Und Sophie, danke für die 100 Bitsies. Vielen, vielen Dank. Und Phoenix oder Phoenix, Hallöchen. Schön, dass du da bist. So. Gut, er ist wieder da. Vielleicht war er nur kurz auf Toilette. Er sieht gut aus im Anzug. Sie ist am Handy. Komm, wir schmeicheln ihn mal. Sie sind beide sehr kokett. Ich lasse jetzt mal laufen, weil ich möchte mal, dass die jetzt selber ein bisschen kommunizieren. Sonst helfe ich da gleich nochmal ein bisschen nach. Sie hat ihm jetzt erstmal ihr Instagram gezeigt. Mona, Hallöchen, auch im Chat, herzlich willkommen. Ja genau, schau dir mal die angepinnte Nachricht an. Wir hatten ein bisschen Probleme mit unserem Ex. Und Kartoffelchen, das freut mich ganz toll. Ah, jetzt reden sie ja schon viel miteinander, ne? Also jetzt gehen wir mal ein bisschen. Mach mal ein bisschen. Oh, wo gehst du hin? Boy, wir wollen jetzt essen und flirten. Oh nee, hör auf, Girl. Hör auf, sauer zu sein. Los, iss weiter und flirte dabei. Larissa, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Emma, alles Weitere bekommt ihr dann morgen. Hunter massieren. Alright, Girl. Also alle weiteren Infos gibt es dann morgen um 18 Uhr. Dann geht's los. Da liegt Liebe in der Luft. Ja, vielleicht, ne? Und Mary, Hallöchen. Und das freut mich ganz dolle, dass es dir gefällt. Die Stühle sind aber wirklich voll geil, ne? Also deswegen sage ich immer, ne? Mittlerweile nutze ich wirklich auch die Inhalte von EA sehr gern. Meistens. Was hat er sich da aufgeschrieben? What happened there? Also die flirten schon ganz schön viel jetzt hier, ne? Also geht ganz schön ab bei den beiden. Aber wir machen jetzt erstmal, ne, nur die... Also wir reden erstmal nur. Also wir fassen uns erstmal nicht an. Mara, Hallöchen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Oh no, Mimi, dir sind die Kartoffeln übergekocht. Aber Luca sagt immer, dass das passiert, wenn man noch irgendwas anderes nebenbei macht. Und das ist sehr wahr, bei uns sind nämlich auch letztens die Nudeln übergekocht, weil wir noch irgendwas anderes nebenbei gemacht haben. Er notiert Plus- und Minuspunkte, ja, ich glaube auch, er hat so seine Brotkontrollliste. Wir fragen ihn mal nach seinem romantischen Interesse. Restaurantkritiker, ja, aber er hat ja irgendwie keinen Job, also. Die Möbel vom InDesign-Pack sind aber auch echte Go-To-Möbel. Ich finde die auch wirklich. Also die sind halt so modern, aber nicht so in your face. Ich bin noch in der Erkundungsphase und probiere ein paar Sachen aus. Seht ihr, er ist einfach so ein Jungspund noch. Wir müssen ihn auf den richtigen Weg bringen. Hände bleiben über der Gürtellinie, genau. Cemetery, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und ja, June, es gibt in der Mail einen Schreibfehler. Aber sie heißt No Rain, No Flowers. Legenzo Sanush, Grosh, Ab 18 Uhr könnt ihr morgen bestellen. Oh Mann. Ich bin richtig erfüllt, Leute. Ich kann es jetzt auch kaum erwarten. Ich bin froh, wenn der Tag morgen also schnell vergeht. Und wir dann 18 Uhr haben. Gleich ein Kind andrehen, dann kann er nicht mehr raus. Also ich finde, dass die zwei haben schon ein schönes Date jetzt hier. Guck mal, jetzt sitzen die ganze Zeit hier und quatschen miteinander. Wir hauchen ihm mal einen Kuss zu. Ich meine, wir haben schon 12:30, ne? Und das ist schon... Wollen wir ihn jetzt mal so zum Abschied vielleicht ein bisschen knuddeln? Ups.
Aber um 18 Uhr aus und dann direkt bestellen. Oh Mann, Leute, ihr müsst es doch erstmal sehen. Vielleicht findet ihr das ja auch nicht schön. Oh. Nein, ich will das ja auch nicht schlecht reden, aber jetzt... Oh Mann, ihr seid so verrückt. Okay, fanden beide sehr gut. Dann können wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen unsere Hände halten. Maybe. Cemeteries war einfach ein bisschen belastend. Und ja, so genau. Der alte Ken war einfach... Wir hatten ein bisschen Probleme mit ihm. Und dann war es das einzig Richtige für uns alle, dass wir uns von ihm distanzieren. Wisst ihr was? Und einfach, damit wir jetzt mal ein bisschen vorankommen, weil wir wollen ja auch mal, also ne, soll ja also mal ein bisschen... Ne, Rambazamba, wie gesagt, ich wollte eigentlich zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon 5 Kinder hier haben oder so. Gehen wir jetzt mit ihm raus und knutschen ihn. Wir knutschen ihn jetzt einfach hier draußen, Leute. Es ist vorbei mit über der Gürtellinie. Der Neue hat ja eine interessante Frisur. Ja, also der war auch noch nicht in seinem Cesium-Styling. Manchmal merkt man erst beim Zusammenleben, dass man nicht zusammenpasst. Genau, so nämlich. Hab morgens Spätschicht, aber gehe pünktlich in den Pausenraum für den Drop. Man muss Prioritäten setzen. Ihr seid so verrückt, ne? Ich weiß nicht, womit ich euch verdient habe, wirklich. Und ich bin morgen live, wenn der Shop online geht, genau. Ab 17.30 Uhr bin ich morgen live, damit wir das quasi zusammen erleben können. Und ja. Jetzt gucken wir mal, wie die zwei sich küssen. Ja! Yes! Okay, ich glaube, wir lieben uns. Das geht jetzt, wir machen jetzt Speedrun, Leute. Wie gesagt, ne? Ich will mal ein bisschen... Was ist hier gerade passiert? Warum haben die so viel Liebe bekommen? War das von dem Kuss? Okay, die reden über Fische. Alright. Ach, Lorena. Ihr seid wirklich verrückt. Ach man, ihr seid so süß. Wir halten jetzt nochmal seine Hände und ich glaube, dann gehen wir jetzt direkt rein mit dem, oder? Also, ich meinte nicht so rein. Leute, hier bleiben. Kommt wieder zurück. Ich meinte, dass wir jetzt zusammen sind. Weil, also der ein oder andere würde jetzt vielleicht sagen, es geht alles sehr schnell. Aber, wie gesagt, ich will jetzt mal ein bisschen ran an den Speck. Haben mir einen extra einen Kalendereintrag gemacht, damit ich es nicht verpasse. Ach, Mann, ey. Und Matti, danke schön. Das freut mich ganz doll. Okay. Die Uhr tickt genau. Die Uhr tickt, Leute. Deswegen... kriegt er jetzt uns als Freundin. Barbie will ihre Kinder, genau. Kim. Ah, ja! Juhu! Let's make love! Wuhu! Oh mein Gott, süß. Die zwei Süßen! Okay, und jetzt sind wir auch direkt mega müde. Aber er darf uns natürlich nach Hause begleiten. Ne? Ein Foto mit ihm machen. Ja. Ja, ja, ja. Hochschwanger heiraten. Oh, ups. Wir haben aus Versehen die Rechnung nicht bezahlt, aber wir waren einfach so vertieft in Dinge. Jetzt sehen wir nochmal... Ach nee, das Outfit kannten wir auch schon. Okay. Ja, Fluffy, eigentlich solltest du den Newsletter bekommen haben um 18 Uhr. Schau mal in deinen Spam, in deine Spam-Nachrichten. Ansonsten kannst du Only You auf Instagram schreiben. Hm?
wollte nur kurz abchecken. Ne? Wir wollten nur mal ganz kurz. Ich komme wieder und ohne ein Baby. Die zwei sind ein bisschen angeschwipst und also vergessen dann. Habe bekommen, war im Spam, ja perfekt. Also, ne? Blöd, dass es im Spam war, aber ja, Julinis. Wir haben sein Portemonnaie auf der Straße gefunden und dann hat eins zum anderen geführt und jetzt landen wir im Bett. Manchmal ist das ja so. Sie hat aber noch kurz die Skincare-Routine gemacht. Hier darf man echt keine 5 Minuten fehlen. Es ist wirklich schlimmer als auf dem Bahnhof, Leute. Ich sag's euch. Pipsi. Wie war das nochmal mit, man bindet Menschen nicht an sich durch Kinder? Ja, die sind betrunken. Manchmal, also die machen dann dumme Dinge. Ne? Wenn man sich nochmal anmelden musste, bekommt man dann trotzdem eine Mail. Nee, also die gingen halt wirklich jetzt nur einmalig raus. Aber du bekommst dann natürlich trotzdem die Autogrammkarte dazu, wenn du dann bestellst und so. Also du bekommst halt nur nicht mehr, also wenn du dich jetzt anmeldest, bekommst du nur nicht die Mail. Aber ansonsten ist alles genau das gleiche wie vorher. Kinder sind nicht dafür da, eine Beziehung zu retten, aber es ist Liebe. Genau, ist ja einfach was anderes, wenn es Liebe ist. Und jetzt, guck mal, die gehen jetzt schlafen. Oh mein Gott, Leute. Er hat eine pinke Unterhose. Also es ist magenta. Aber es ist pink. Es ist eindeutig pink. Das ist, it's a match. Er ist mit unserer... Oh, er hat sich auf Klo mit unserer... Oh, okay, ich nehme alles zurück. Aber er hat sich erst mit unserer Katze... Oh, okay, jetzt haben sie sich wieder angefreundet. Er hat nur kurz gesagt, ey, guck meinen Schniedel nicht an. Fand die Katze nicht so lustig, weil sie ist hier der Boss. Und dann hat er gesagt, okay. Und dann hat die Katze gesagt, okay. Ich dachte, du freust dich über die Apps. Nee, die Unterhose, Leute. Die Unterhose. Ich werde bei diesem Masters Lucky viel Spaß. Josie, sei lieb. Singt er? Und sie so, lass mich rein. Warum singt er denn jetzt? Die findest du. Du provozierst auch, dass ich das erzähle, ne? Ja. Dann erzähle ich das nämlich gleich. Geh jetzt lieber schnell. Was macht dieser Mann? Singt er gerade Figaro? Sänger wird er schon mal nicht. Aber er ist sehr happy, ne? Ja. So deuten wir das nämlich. Er ist einfach so glücklich. Guck mal, er lobt unsere Katze schon wieder. Ey, werden die jetzt Best Friends hier? Guck mal, richtige Besties. Kann er unser Klo noch sauber machen vielleicht? Also das Katzenklo? Das wäre toll. Hä, er lobt einfach die ganze Zeit unsere Katze. Moment, sagt er, geh essen. Schön. Er fühlt sich wohl, ne? Oh, wo geht er hin? Na, ach, Ken! Er muss jetzt Dinge mit seinen Eltern klären. Er möchte sein Studium abbrechen und zu seiner großen Liebe ziehen. Figaro! Wusste ich auch noch nicht, dass es das in Sims gibt. Er muss in die Uni, genau. Was will diese Frau denn jetzt schon? Ja, okay, viel Spaß. Freut mich. Guck mal, unsere Girls schreiben uns, das ist eine gute Wahl. Das haben sie zwar auch bei Laurent geschrieben. Und ja, wir machen gleich einen Schwangerschaftstest, aber das war ja so, die sind betrunken, halt ins Bett gefallen und so, deswegen muss sie sich jetzt erstmal ausschlafen. Wenn sie gleich, ja okay, sie kann mal aufstehen, ne? Wir haben schon fast 11 Uhr. Jetzt geht sie so ins Bad und ihr wird direkt voll schlecht, weil sie riecht hier die Kacke und deswegen macht sie dann einen Schwangerschaftstest. Sie ist ja nicht so fruchtbar, deswegen kann es sein, dass sie jetzt nicht schwanger ist. Sie hat glaube ich nur 30% oder so Fruchtbarkeit. Nicht schwanger. Die arme Maus. Sie hat echt Fruchtbarkeitsprobleme.
Naja, wir knattern einfach so lange, bis sie schwanger wird. Gar kein Problem für uns. Aber erstmal geht sie jetzt ganz schnell duschen. Ronja, hallöchen. Schön, dass du da bist. Freut mich ganz schön dolle. Sie hat anscheinend Fruchtbarkeitsprobleme, ja. Den Mann nicht an uns gebunden. Ein Versuch war es wert, ne? Nee, wir kriegen das hin, Leute. Kriegen wir es jetzt noch hin. Wir beenden diesen Stream nicht, bevor diese Frau nicht schwanger ist. Wir haben schon Fruchtbarkeit als Dings. Hier. Wir haben fruchtbarer Boden. Aber das macht ja nichts generell mit der Fruchtbarkeit, sondern nur, ob es, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Zwillinge werden, ne? Oder Drillinge. So, mach mal kurz das Katzenklo sauber. Und dann rufen wir nämlich jetzt gleich einfach nochmal an. So, das machst du auch noch kurz sauber, sein Frühstück. Er hat sogar extra für uns den ekligen Obstkuchen gegessen. Damit wir den nicht essen müssen. So ein selbstloser Mann. Die romantische Aura, bringt es auch was? Nee, wir haben Babymachen gemacht. Also durch die Mod wird das, gibt es ein Override und dann steht da halt ein eine Schwangerschaft versuchen oder sowas. Kind zum Zuchtbullen geworden. Oh mein Gott, und ich habe eben noch so gesagt, ja, wir nutzen ihn. Oder, also, ob wir ihn dann nutzen. Und jetzt ist er, also, oh, Hilfe. Okay, ja, wir gehen jetzt noch ins Bar. Was hat sie denn jetzt da? Shampoo im Auge. Ach, geil. Deine Art. Tag ist aber auch hart. Wir gehen kurz ins Spa, holen uns diese... Ach nein, die kostet 500 Simoleons, oder? Wie viel kostet die Fruchtbarkeitsmassage? Wir müssen kurz unsere Linien verkaufen. Alles verkaufen. Was ist das denn? Das kommt ja wie gerufen. Extra für unsere Fruchtbarkeitsmassage. Warum hat sie so viel im Inventar? Ah, ihr habt mir ja, ne, ihr sagt mir immer, ich soll das irgendwo hinschicken, aber es klappt irgendwie immer nicht, deswegen verkaufe ich es einfach so. Alles für die Massage. Jetzt mag sie auf einmal Gartenarbeit. Blumen magst du, das ist okay. Gut, also die Massage können wir uns jetzt leisten. Okay. Ja, ich weiß, du musst pieseln, aber wir gehen jetzt ins Spa. Ich glaube, bei die Mod gibt es auch ein Fruchtbarkeitsserum. Das ist günstiger und vielleicht wirkt direkt auf die Mod. Über die Relationship-Dingsbums-Mod. Du hast recht. Ich glaube, das mit den Kristallen macht nur Sinn, wenn man Elemente sammelt. Okay. Barbie hat einen Fruchtbarkeitstrank getrunken. Ihre Chance zu... I love it. I love it. Er wusste es. Er wusste es. Er ist der Richtige, Leute. Er ist der Richtige. Okay. Hunter. Du willst... Also es war so gemütlich mit dir heute Nacht... willst du nicht nochmal in mein Bett kommen? Oh mein Gott. Das ist so fantastisch. Ja, warte mal. Wir knutschen uns erstmal ganz kurz. Er ist knapp, ja, wirklich. Also seine Outfits sind wirklich alle noch ein bisschen weird. Also auch Tanktops finde ich nicht so toll. Aber, guck mal. Och, kokett ist sie. Frisch und fröhlich. Och, fantastisch. Okay. Sie noch mit dem Fruchtbarkeitsglas in der Hand. Okay, let's go. Eine andere Option habe ich nicht, ne? Genau, wir nehmen die. Er will ja auch Kinder, er will das ja. Komm, los, rein da. Guck, er musste wirklich nur kurz seine Angelegenheiten klären, kurz in die Uni oder so und ist direkt wieder zurückgekommen. Diese Unterhose, das macht mich fertig. Guck mal, es matcht. Das ist einfach fantastisch.
Candace, es könnte sein, dass es ein anstrengender Tag wird. Mary, was willst du denn jetzt? Oh. Das trifft sich natürlich ganz fantastisch. Ich will zwar nicht sein Geld, aber... Ja. Gut. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ja, nee, wir nehmen volle Dröhnung. Es wurde nicht verhütet. Das stand da eben irgendwie nicht, ne? Oder? Ah, doch. Gut, dann, guck mal, sie muss sowieso pipi. Also sie ist schon wenig schwanger, aber Laurent schreibt uns einfach eine Mail. Gehört, dass du dich mit Hunter triffst. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Freund. Okay, Laurent, wir müssen noch mal ran. Warte mal, ist das ein Dings? Ja, okay, 6 Stunden. Das ist ja wirklich weird. Sie hat ja wirklich ganz schlimme Fruchtbarkeitsprobleme, ne? Komm, rein. Krieg mal beim ersten was, ich wähle mal das zweite. Beim ersten, wenn du dann halt innerhalb von 7 Tagen heiratest, kriegst du halt super viel Geld. Also ich habe einmal 16.000 bekommen, einmal über 20.000 und so. Wenn du auf unter welchen Bedingungen drückst, dann kriegst du direkt irgendwie 2.500 oder so, glaube ich, ne? Ja, das ist von der Mod. Sonst müssen wir das mal irgendwie, also müssen wir das noch ein bisschen hochcheaten oder sowas. Es könnte an der Zeit sein, die Fruchtbarkeit jedes Partners überprüfen zu lassen oder andere Optionen in Betracht zu ziehen, wenn es Fruchtbarkeitsprobleme gibt. Ken, wie fruchtbar bist du? Das ist eine Mod, das ist nicht von einem Pack. Habe ich gesagt, Laurent, wir müssen nochmal ran. Ja, aber so ist das, ne? So ist das, wenn man die Partner wechselt, dann sagt man auch mal, ne? Passiert. Ja, vielleicht liegt es auch am Bett, ne? Hat bei mir auch nichts gebracht mit dem Trank. Leider dann gab es eine künstliche Befruchtung. Irgendwann wieder getächtelt, mächtelt und zack war sie plötzlich doch ungewollt schwanger. Okay. Ich finde auch, dass die Fertility von der Mod irgendwie zu krass tief eingestellt wird. Also ich habe das auch so oft, dass es nicht klappt. Wir sagen ihm erstmal, er soll die Fruchtbarkeit auswerten lassen. Oh, Luki ruft mich an. Hallo? Luki hat mir gesagt, dass es gerade schon wieder anfängt zu schneien. Deswegen muss ich jetzt gleich schnell losfahren. Aber ich will, dass sie jetzt schwanger wird. Oh nein, er ist gegangen. Ach so, er ist beim Fruchtbarkeitsdings. Ihr hört mich wieder, ne? Okay. Und Anna, hallöchen, herzlich willkommen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Dafür wird sie ihre Kinder noch mehr lieben. Das stimmt. Aber dadurch dauert das natürlich jetzt alles länger, weil ich wollte jetzt eigentlich, also ich wollte, dass die schon, ne, zweifach Mama, fünffach Mama, was auch immer ist. Okay, und jetzt sagt er, ich muss los. Warte mal, er ist voll traurig. Ist seine Fruchtbarkeit niedrig? Komm wieder zurück. Hunter, wir müssen kurz über deine Fruchtbarkeit reden. Oh no. Ich habe eine geringe Fruchtbarkeit, wenn man den Ärzten Glauben schenken darf. Sind beide nicht so fruchtbar. Darauf erstmal eine Runde knattern. Macht ja Spaß. Och, Hunter! Oh, okay, er wollte direkt... Süß, er wollte direkt eine Verabredung mit uns machen. In Sulani. Hunter, also voll gerne, aber... Also wir wollen, dass du
in unser Bett kommst. Okay. Ja, Wissenschaftsbaby können wir auch machen, aber... Vielleicht, also vielleicht machen wir das erste Baby, also wenn es jetzt wirklich die ganze Zeit nicht klappt, dann machen wir das erste Baby vielleicht als Wissenschaftsbaby und dann schauen wir mal weiter mit den weiteren Kindern. Aber wir probieren es jetzt einfach nochmal. Oder da geht doch nichts, bevor sie geheiratet haben. Ja, kann ja auch sein, ne? Okay. Komm raus, Barbie. Es wird jetzt nicht geküsst. Komm raus, Leute! Kommt raus, Josie! Die lassen sich Zeit. Ist ja vielleicht ein gutes Zeichen, ne? Es gibt mit der Mod doch auch künstliche Befruchtung. Ja, stimmt. Die hat nur die Beine hochgelegt, ja, true. Oh, sie ist immer noch nicht schwanger. Warte mal. Okay, wir können die auch festlegen. Dann würde ich sagen... Imprägnierbares. Wir stellen Iri jetzt mal auf 100. Einfach für den Moment. Da klickt man sich so unschuldig durch die Streams und bekommt erstmal den Satz, erstmal eine Runde Knattern aufs Ohr. Goldpaladinerlöchen, herzlich willkommen. Es ist wirklich extrem wichtig, dass wir jetzt dieses Kind bekommen. 1000. Wir machen direkt 1000%. Frankie, mach's gut, schön, dass du da warst. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, weil seine Fruchtbarkeit ist natürlich immer noch niedrig. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt relevant ist. Yay! Woohoo! Oh, we did it! Okay, also es war... Oh mein Gott, guck mal, wie die sich freuen. Es war natürlich jetzt ein bisschen cheaty, so, ne? Darauf erstmal eine Runde saugen. Darauf erstmal eine Runde saugen. Aber es war an der Zeit. Es war an der Zeit. Und ich finde, das passt jetzt alles auch so. Ne? Er hat sich seine Umstellung verdient, genau. Aber das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir dann alles nächste Woche. Weil ich muss jetzt schnell nach Hause fahren, weil Lukas mir gerade gesagt hat, dass es wieder voll anfängt zu schneien. Und ich will ja heil nach Hause kommen. Die Schwangerschaftstest gemacht, positiv, direkt dicker Bauch da. Wie im echten Leben, oder? Kennt doch jeder. Ja, er ist auf jeden Fall ein ganz toller Mann. Beim nächsten Mal kriegt er dann auf jeden Fall sein wohlverdientes Umstyling. Aber es, also wir wussten es, als wir die Unterhose gesehen haben, dass er der Richtige ist. Also, ne? War ja ganz klar. Genau. Aber dann machen wir das jetzt erstmal hier zu Ende. Wir speichern natürlich ganz fröhlich. Es war richtig toll, Leute. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich würde auch so gerne noch weiterspielen. Aber ist natürlich wichtig, dass ich auch heil zu Hause ankomme. Deswegen, ja, fahren wir jetzt lieber, also fahre ich lieber ein paar Minuten früher. Und dann können wir nächste Woche wieder Sims spielen. Ja. Nächste Woche ist, glaube ich, auch alles. Oh, nächste Woche habe ich, glaube ich, einen Snacks-Code. Beziehungsweise, ich glaube, diesmal ist die Kooperation ein bisschen anders. Aber ich glaube, das ist nächste Woche Mittwoch. Okay, ihr Lieben. Dann schauen wir noch mal ganz kurz, wo uns der Wind heute hinträgt. Wen wir heute raiden. Ja, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir auch jetzt noch mal so das mit dem Newsletter zusammen erleben konnten und so. Und ich freue mich auch sehr, sehr doll auf morgen. Es wird einfach ganz wunderbar. Ich habe jetzt schon Schwitzehände, wenn ich daran denke, ne? Es sind viele tolle Leute online. Da kann ich mich jetzt gar nicht entscheiden. P.
Pia spielt jetzt auch gleich Sims. Falls ihr, ja, ihr schreibt auch alle schon Pia. Becky spielt Ark. Also falls ihr Ark sehen möchtet, könnt ihr gerne zu Becky gehen. Ich würde jetzt dann Pia raiden. Weil sie einfach auch Sims spielt und dann könnt ihr da noch weiter Sims gucken. Genau, wenn ihr Ark sehen wollt, dann schaut gerne bei Becky vorbei. Trodon zum Beispiel, genau, da könnt ihr bei Becky vorbeischauen, falls ihr Ark sehen wollt. Und Trodon zum Beispiel spielt Cities Skylines 2, wenn ihr das sehen wollt. Mini spielt Animal Crossing. Also es sind gerade ganz viele tolle Leute live. Also klickt euch da einmal durch. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß bei der Pia. Vielen Dank für alles, ihr Lieben. Vielen Dank für die ganzen Resubs heute wieder, für die neuen Subs, für die Bits, für eure Liebe im Chat, für euer Feedback zu dem Newsletter-News. Und genau, morgen gibt es dann nur einen etwas kürzeren Stream. Also ich peile so, keine Ahnung, 2 Stunden oder so an. Mal gucken, wie wir uns halt fühlen und was wir halt so zu bequatschen haben. Und keine Ahnung, also es ist einfach um... den Moment gemeinsam so erleben zu können. Und ab 17.30 Uhr geht's los, also 17.30 Uhr bin ich hier. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Abend, ihr Lieben. Seid gut zu euch, passt auf euch auf und ich freue mich sehr auf morgen. Ganz, ganz doll. Danke für den Stream, die tolle Überraschung, Newsletter. Ja, danke euch, ihr Lieben. Danke, dass ihr so wunderbar seid. Und gut, ihr Lieben, ganz viel Spaß bei der Pia. Lasst alle eure Liebe da. Die Pia ist nämlich ganz, ganz wundervoll und ja auch immer ein Teil des Chats hier und auch schon sehr lange und deswegen hat sie all die Liebe verdient. Ganz viel Spaß bei Pia. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.